to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. I wish I knew. Und damit, liebe Leute, herzlich willkommen zum Nachspiel Borussia gegen Borussia. Es hat gewonnen Borussia an Spieltag 29 der Fußball-Bundesliga, an dem es einen neuen deutschen Meister geben kann. Bayer 04 Leverkusen, das werden wir später sehen oder auch nicht sehen. Schauen wir mal. Aber wir kümmern uns tatsächlich um BMG gegen BVB. Und ich heiße euch auf Twitch und YouTube herzlich willkommen. Grüße nach Twitch zu Christian2701. Grüße gehen raus. Guten Talk, Volker Racho, Sebi Valeri98, moin. Marius am Start und Bikuk31 auch. Moin. Dennis Schubert geht auf ein 3-0 für Bayer und damit wäre die Meisterschaft dann perfekt. Schweriner Junge, hallo Toxi, wünsche dir einen guten Stream. Den wünsche ich mir und uns allen auch. Linus Plösch, moin. Und The Epic Snipes. Özcan sollte verkauft werden. Warum denn Özcan? Also, pff,
sag mal, da fallen mir auch andere Namen ein. Können wir gleich natürlich vielleicht auch drüber sprechen. Ich denke mal, das liegt jetzt vielleicht auch mit an dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, dass du diese Meinung hast. Und Susiane, das ist ja unser junger Freund, würde ich mal sagen. Moinsen, schön, dass du am Start bist. Ja, und Selecta sagt Moin oder was? Ja, Moinsen, Junge. Moin, 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 moin. Freestyler sagt Glückwunsch an die Pillen. Was mit einer sichtigen Personalpolitik und einem guten Trainer nicht alles möglich ist, ja. Aber zugegebenermaßen, ne, jetzt mal kurzer Real Talk in Richtung Bayer Leverkusen, deren Meisterschaft bevorsteht. Ja, es ist eine sichtige Personalpolitik, eine umsichtige Personalpolitik. Und es ist ein guter Trainer. Und das ist ein Zusammenspiel von all diesen Komponenten, die da zusammenlaufen. Aber das läuft schon mehr als perfekt bei denen, ne? Das muss man fairerweise auch sagen. Das läuft schon mehr als perfekt. Und JPK sagt, Kommentator aus Toxi hören, das ist sehr löblich. Solltest du aber heute Leverkusen gucken, wann spielen die? Um 17:30 Uhr? In einer Stunde kann das sein? 17:30 Uhr möglich? Dann guckt es gerne auf einem Parallelgerät, weil ich denke mal, so ein Stündchen, anderthalb machen wir jetzt Nachspiel, kümmern uns drum und dann wird sicherlich der ein oder andere von euch das gucken wollen nachher. Einige Last-Minute-Sieger, aber so holt man Titel. Und vor allem, es sind ja nicht diese glücklichen Last-Minute-Dinger, sondern das sind auch Spiele dabei bei Bayer Leverkusen, wo du zwar Last-Minute den Sieg dann holst, aber die spielen halt immer auf das Tor, die spielen immer offensiv, die sind immer offensiv ausgerichtet und es ist dann irgendwann nur noch eine Frage der Zeit, wann sie treffen. Und eigentlich mittlerweile relativ klar, dass sie treffen. Das ist so ein bisschen dieses Selbstverständnis vom BVB 2010, 2011, 2012, 2013 so in der Zeit. Selbst wenn wir mal hinten gelegen haben, war eigentlich, ist nur eine Frage der Zeit, wann trifft der BVB, wann gleichen wir aus, wann drehen wir das Ding. Da haben wir eigentlich auch immer gewusst, dass wir gewinnen, weil wir aber auch den entsprechenden Fußball geboten haben und das macht Bayer Leverkusen aktuell natürlich auch, ne? Muss man fairerweise sagen. Ja, man hat als Leverkusen immer die Gegner 90 Minuten müde gespielt, BVB-Fenner Schwaben, das gehe ich tatsächlich mit und auch der VfB geht voran, bei uns ist alles extrem träge, das stimmt. In Relation, aber das musst du natürlich dann auch so erstmal fortführen. Und ich glaube, was für Bayer Leverkusen, aber auch den VfB Stuttgart zum Beispiel jetzt in der nächsten Saison wichtig sein wird, ist, dass du das konstant nochmal bestätigst, ne? Weil die Erwartungshaltung jetzt in Richtung Stuttgart und Leverkusen ist mit so einer Saison von beiden Mannschaften natürlich eine andere. Und dann ist die Frage, wie gehst du damit um? Und Stefan sagt zum Beispiel gerade, der VfB ist ein One-Hit-Wonder und genau daran müssen sie sich eben messen lassen, ne, Stefan? Genau daran müssten die sich messen lassen, sind sie das One-Hit-Wonder oder nicht? Sie wollen natürlich bestimmt in der nächsten Saison alles tun, um genau das von Stefan zu widerlegen, um zu sagen, ne, das ist schon wirklich Plan und System, das ist kein One-Hit-Wonder, aber genau dieser Vorwurf, der kommt natürlich. Das ist völlig richtig, ne? Und natürlich sollte Leverkusen dann heute Meister werden. Ich glaube, da geht es ja auch nur noch darum, wann werden sie es, nicht, dass sie es werden. Leverkusen schon verdienter Meister, blühten dabei, Harry, da schließe ich mich dir komplett an. Und Gin Tonic knallt erstmal 11,99 im Superchat raus. Dafür lieben Dank. Leverkusen freue ich mich wirklich. 11 Jahre nur Bauern, meinen Sohn erlebt. Das erste Mal jetzt einen anderen Meister und auch wenn wir es 2019 und letztes Jahr hätten sein müssen, das stimmt, Gin Tonic, das hätten wir durchaus sein können und auch sein müssen. Wir sind es aber nicht und deswegen, ich freue mich auch einfach, dass es mal wieder einen anderen Meister gibt, aber genug der Meisterdinge, mit denen wir fairerweise diese Saison nicht wirklich viel zu tun haben. Bei uns geht es um unsere Meisterschaft und unsere Meisterschaft heißt Platz 4. Direkte Champions-League-Qualifikation über die Bundesliga und nicht darauf verlassen, dass die Bundesliga Platz 5 bekommt, auch wenn es momentan vielleicht danach aussieht, als würden Serie A und Bundesliga eben Platz 5 bekommen. Nochmal, ich will mich da nicht drauf verlassen. Und Elmar, wir werden es nächstes Jahr mit dem Bizeps-Flex, ja, theoretisch werden dann die Karten komplett neu gemischt nächste Saison, aber dann müsste im Vorfeld einiges passieren, was mich dann optimistisch stimmt, damit wir auch mit in diese Verlosung kommen nächste Saison. Ja, schauen wir mal. Also ich sehe Leverkusen auch nicht vor dem großen Ausverkauf und auch da schließe ich mich The Epic Snipes an, weil sie haben den Vorteil, Alonso Trainer bleibt und damit sicherlich auch der ein oder andere Verkaufskandidat, der dadurch gehalten werden kann. Aber nochmal,
Natürlich spielen da momentan andere Mannschaften einen besseren Fußball. Und wir müssen uns trotzdem auf uns konzentrieren. Alles andere ist für mich erstmal irrelevant. Und er Gesche schreibt rein, hat mich nämlich auf Instagram kontaktiert. Danke nochmal, Toxi, hab jetzt meine Karte, sehr schön. Ich versuche ja auch immer mal, wenn es möglich ist, damit ihr wisst, was ist damit gemeint, Karten zu vermitteln. Ne? Also mir schreiben ja ab und zu Leute bei Instagram zum Beispiel auch in den DMs, yo Toxi, ich habe für dies oder jenes Spiel noch eine Karte über und ich werde so irgendwie nicht los, kannst du mir irgendwie eine Story machen? Und dann haue ich eine Story rein, in welchem Blog und was die kosten soll und bei wem man sich meldet. Und dann habt ihr natürlich dann auch die Chance, über die Instagram-Story bei mir die Leute direkt zu kontaktieren und eventuell noch an Karten zu kommen, die sonst nicht weggegangen wären, weil sie vielleicht auch über den Zweitmarkt geholt worden sind, dann nicht mehr eingestellt werden können auf offiziellem Weg. Und ja, mache da auch so die Kartenvermittlung gerne in eure Richtung. Und bei Ergisch hat es auf jeden Fall geklappt. Und ja, Liverpool verdattelt gerade auch schön die Meisterschaft. Ja, schau, das stimmt. Wobei auch da ist das letzte Wörtchen natürlich noch nicht gesprochen, auch wenn es momentan nicht so rund läuft. Das sah ja auch in der Euroleague gegen Atalanta Bergamo ein bisschen kritisch aus, sagen wir mal. Aber ja. Zu den Seidenschals, Christian, guter Punkt nochmal, bevor wir gleich auch in den Discord gehen. Ich sehe schon, die ersten Talk-geeigneten Leute sind auch schon im Discord drin. Die Schals sind noch nicht verschickt worden. Ich rechne jetzt in der kommenden Woche definitiv damit, dass die Schals bei mir ankommen. Sie sind mittlerweile schon bei demjenigen angekommen, der das Ganze für mich angeleiert hat. Die sind zu ihm geschickt worden und er hat mir schon geschrieben, jo, die Schals sind bei mir, ich schicke sie dir weiter. Eigentlich hatten wir das so geplant, dass die Schals nach der Fertigung direkt zu mir gehen, damit wir uns diesen Zwischenstopp sparen, aber der Zwischenstopp ist jetzt leider unumgänglich geworden. Also das heißt, die Schals sind fertig und sind auch schon da, müssen jetzt noch zu mir verschickt werden. Und ich gehe bei mir in Wuppertal hinterher her, nehme diesen Karton mit den Schals, gehe zu meinem Versandpartner. Ich denke, das wird jetzt alles nächste Woche passieren. Und dann gehen diese Seidenschals mit meinem Versandpartner gemeinsam an euch raus. Dann gehen wir die ganzen Käufer durch. Wir haben ja die ganzen Adressen von euch, die ganzen Anschriften und so weiter. Dann werden die eingetütet und dann gehen die per DHL, ich meine DHL ist es, gehen die an euch raus. Und dann funktioniert das. Warum so schlecht drauf, Toxi? Lena, ich bin gar nicht schlecht drauf. Wirklich nicht, null. Ich bin eigentlich ganz gut drauf. Ich war gerade eben noch am Fußballplatz, hab ein bisschen Kreisliga-Fußball geguckt, hab das Wetter genossen, hab mir ein Kaltgetränk getrunken, hab mal wieder mit Freunden und Bekannten gequatscht, die ich länger nicht gesehen habe. Also eigentlich, meine Laune ist ganz gut. Meine Stimme ist nur ein bisschen angeschlagen, weil ich gerade am Platz natürlich auch wieder rumgebrüllt habe, Freunde. Ihr kennt das doch. Also das ist nicht nur hier. Nein. Das ist nicht nur hier. Das ist auch in der Kreisliga am Platz. Wenn ich da am Start bin und meine Sportfreunde Dönberg supporte, dann haue ich auch mal meine Emotionen raus. Ne? Es geht nicht anders. Nein. Meine Laune ist gar nicht so schlecht, insbesondere weil Borussia Dortmund auch gewonnen hat. Und wie gesagt, schreibt gerne mal Ausrufezeichen Discord in den Chat, sowohl auf Twitch als auch YouTube. Dann kriegt ihr den Discord-Link, dann könnt ihr mit dazukommen. Und könnt natürlich auch eure Meinung dazu abgeben zu dem ganzen Spiel. Euren Senf, den wollen wir uns gerne mit reinziehen. Ich möchte in den Austausch mit euch. Und das funktioniert natürlich nur dann, wenn ihr auch am Start seid. Also kommt gerne mit dazu. Der Mario hat gerade den Discord-Link mal aktiviert. Der Nightbot hat ihn gerade auf YouTube auch reingeschickt. Aber auf Twitch könnt ihr das Ganze natürlich auch machen. Also kommt gerne mit dazu und lasst uns drüber quatschen. Der BVB gestern 15:30 Borussia gegen Borussia und Borussia gewinnt 2-1 Auswärtssieg in Gladbach. Ja, und der Funkbrush hat gerade dafür gesorgt, dass auch auf Twitch der Link am Start ist, Leute. Einfach draufklicken, reinjoinen und euren Senf mit dazugeben. Ich sehe schon, es sind ein paar Leute da. Der Mattis von gestern ist auch wieder mit am Start, das freut mich sehr. René ist da, Lumix ist da, Finn ist da. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und quatschen mal ein bisschen über Borussia. Was haltet ihr davon? Lasst uns mal über das gestrige Spiel sprechen und uns darüber austauschen, was in diesen 90 Minuten beim BVB in Gladbach so passiert ist. Ich nehme mir die Kopfhörer, dann wechseln wir die Szene und dann, liebe Mods, bin ich natürlich gleich soweit ready. Also, let's go!
Und damit, lieber Discord, sind wir am Start. Moin. 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 Grüßt euch. Habt ihr einen schönen Sonntag gehabt bisher? Ja. 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 Sehr schön, so muss das sein. Was habt ihr gemacht? Fußball geguckt. Ja, Fußball geguckt. Leider hat es auch geguckt. Ja. Döner gegessen. Döner gegessen. Eis gegessen. Ja, ich habe Eis gegessen. Eis gegessen, Döner gegessen, gechillt, Fußball geguckt. Das klingt doch auf jeden Fall rundum nach einem sehr guten Sonntag bisher. Also, gestern ein Grund zur Freude, zumindest mal ergebnistechnisch. Borussia Dortmund fährt diese wichtigen 3 Punkte in Gladbach ein. Im Übrigen, Mathis, nicht ganz unser Tipp gekommen, ne? Fast. Nee, nicht ganz. Ja, hätten wir den Elfmeter gemacht, beziehungsweise wir haben ihn ja gemacht, aber hätte der Elfmeter gezählt, dann wäre es genau unser Tipp mit dem 3-1 gewesen. Aber es gab leider noch so ein bisschen VAR-Wahnsinn und jetzt mal das Thema angefangen. Ich glaube, wir sind uns einig, lieber Discord und auch lieber Chat oder liebe Chats in Richtung YouTube und Twitch. Wenn wir uns die Szene angucken, kann man sagen, okay, Omlin trifft erst den Ball und dann irgendwann Adeyemi. Und ich würde sagen, ne, kann man so machen. Ja, ja, definitiv. Ja, definitiv. Aber wie lange? War denn vorher? Was sagst du? Aber dann erst vorher gucken nochmal. Danke, Mathis. Genau, da haben wir, lieber DFB, liebe DFL oder wer auch immer da genau für verantwortlich ist, Mathis können wir direkt einstellen. Vorher gucken. Also, jetzt mal ehrlich, wie lange dauert das denn? Zu lange. Ja, also, wir haben eine Zeit, guck mal, wir haben die Situation. Ja, okay, Sabitzer sagt, er hat irgendeinen Pfiff gehört, er war irritiert und so weiter. Okay, das Ding war noch nicht freigegeben. Aber er schießt ihn, er legt sich den Ball zurecht. Das dauert alle, wir gucken, dass keiner im 16er ist. Und dann schießt er für den aus, jubelt, es ist alles klar. Und dann wird das Ding zurückgenommen und das verstehe ich nicht. Ja, ich war gestern im Stadion und da habe ich mir auch gedacht, was war denn jetzt los? Alle dachten, der wird wiederholt, weil irgendwie Fehler an. Auf einmal hieß es kein Elfmeter. Ja, ja. Aber ja, dachten wir auch. Da, Lumix, bin ich komplett schon mal bei dir. Habe ich ja auch im Stream sofort gesagt, ich so, jetzt muss der nochmal oder was? Und auf einmal wird es überprüft. Also war es im Stadion auch sehr komisch für euch, ja? Ja, total. Ich saß ja direkt in dem Gästeblock. Es war wirklich, wir dachten so, okay, wiederholt ihr den jetzt? Sabitzer haut den locker noch ein drittes Mal rein heute. Und auf einmal siehst du nur, der Schiedsrichter geht zum Bootur. Keiner weiß, was los ist. Dann siehst du auf dem oben Kontrolle auf möglicherweise keinen Strafstoß. Und wir denken uns, was ist denn jetzt los? Ja. Also ganz komisch. Das darf niemals so lange dauern, plus es ist komplett intransparent, oder? Ja, absolut. Ja. Also so, Toxi, wie du gerade schon gesagt hast, wir sind uns ja alle ziemlich einig, dass das definitiv kein Elfer ist, aber ganz ehrlich, das sieht man doch eigentlich als Power-Air-Schiedsrichter. Wenn du dir das auf dem Monitor anguckst, musst du direkt doch sagen können, jo, das ist keiner. Also, was ist da für ein Personal, was da drinne hockt? Sind die einfach nur als Deko da, so ungefähr? Ja, Schiri, entweder, ja, was machen wir jetzt? Wir haben hier ein Roulette, warte, wir drehen einmal kurz. Ja, okay, nee, wir machen nichts. Ja. Naja, ja, angeblich sollte ja auch erst noch geprüft werden, ob auf Abseits spielt Adeyemi, aber dann prüfe ich doch erst das Strafstoß und dann vielleicht das Abseits. Aber das dann so nach 10 Minuten nach dem Elfmetergefühl zu machen, das ist halt absolut nicht verständlich für einen Zuschauer. Und das, was Lumix auch gerade sagt, es wurden halt mehrere Sachen überprüft, was im Nachgang klar wurde, aber in dem Moment halt nicht. Also was checken die eigentlich alles? Warum checken die das? Und auch da, René hat es ja richtig gesagt, so checkt das doch wirklich im Vorfeld. Also sag doch einfach, pass mal auf, gib dem sofort was aufs Ohr und sag dem, pass mal auf. Also der Kölner Keller, die Kommunikation steht ja. Ne? Also wir hatten auch schon Situationen in der Bundesliga, wo die Kommunikation nicht gestanden hat. Also das heißt, die hatten Kommunikationsprobleme, okay, aber jetzt die Kommunikation stand. Dann sag dem Schiri doch, pass mal auf, Schiri, wir haben jetzt 2-3 verschiedene Regelverstöße, die wir checken müssen. Das kann jetzt gerade ein bisschen dauern, weil wir auf 2-3 Sachen checken. Gib das mal weiter. Und dann kann der das weitergeben in Richtung Spieler oder vielleicht immer noch dieser Vorschlag, mach's doch laut über die Lautsprecher, damit Leute wie Lumix, die gestern im Stadion waren, auch direkt wissen, yo, es wird hier gerade irgendwas gecheckt. Es dauert eventuell ein bisschen, weil die nicht nur ein Vergehen haben, Adeyemi abseits, Foulspiel, Omlin oder nicht. Dann hätten alle Bescheid gewusst. Mhm. Ja.
Aber, und das ist sowas, was jetzt zum Beispiel gerade Pavian Arabian Mobil bei Twitch reinschickt. Was mich am meisten aufregt, geiler Name auch, ja. Was mich am meisten aufregt, ist, dass Adeyemi jetzt noch theatralischer fällt, da er sich nur denkt, es ist seine Schuld, weswegen es kein Elfmeter ist. Also, Frage an euch, das wäre tatsächlich eine der nächsten Anschlussfragen gewesen, rund um diesen Elfmeter, weil es wieder mit Adeyemi zu tun hatte, er mal wieder keinen Elfmeter gegen sich bekommt. Fällt er zu theatralisch generell? Seht ihr einen schweren Stand von Adeyemi bei den Schiedsrichtern? Wie seht ihr natürlich logischerweise dann auch diskutiert diesen Platzverweis und dieses Grinsen danach? Ja, es ist ironisch, aber wie habt ihr diese ganze Person Adeyemi rund um dieses ganze Spiel wahrgenommen? Wie war der für euch? Also einmal im Stadion und vorm Fernseher, Finn. Also ich bin so aus dem Fernseher sozusagen beurteilen. Sorry, jetzt habe ich gerade jemanden unterbrochen. Ja, lass eben Finn und dann starte du rein, Yannick. Und dann nehmen wir gleich mal Lumix im Stadion nochmal mit. Also beim möglichen Elfmeter mach ihn nicht vor, das sah da eigentlich noch relativ natürlich aus, weil so würde ich erwarten, dass so jemand ein Fußballer fällt, wenn man direkt vom Torwart angesprungen wird. Aber dass die gelb-rote Karte hätte definitiv nicht sein müssen. Definitiv nicht. So darfst du, wenn du weißt, dass du gelb hast, darfst du in der Situation so nicht reingehen. Ja, sehe ich genauso. Also die erste gelbe fand ich auch, daran kann ich mich nicht mehr so ganz erinnern, aber die zweite erklammert. War... Das war das, wo er eine halbe Stunde kuschelt. Das habe ich noch genau vor Augen gestern. Ja, das hätte auch nicht sein müssen. Beide gelbe hätten nicht sein müssen. Ja, vor allem auch die zweite Situation. Und zu der Thematik mit den Elfmetern, ich finde, da sollte man auf jeden Fall immer jeden Einzelfall halt betrachten. Das ist natürlich nach dieser Bochum-Situation, hat man ihn auf dem Kicker, aber es ist unfair, wenn man ihn dann immer so ein Stück weit dann sagt, okay, der fällt extra theatralisch oder so, sondern man sollte einfach wirklich jede Situation neutral bewerten und nicht das vom Spieler abhängig machen. Aber ich verstehe auch die Sichtweise, dass man sagt, okay, er muss da ein bisschen was ändern. Aber ich finde, es ist schwierig mit ihm. Also ich habe die Situation auch so gesehen, zumindest den Elfmeter, den er hätte kriegen können, wenn nicht Omlin als erstes am Ball gewesen wäre, hätte man schon machen können. Also an der Situation mache ich jetzt Adeyemi keinen Vorwurf, das war für mich... Nee. Er wird ja auch abgeräumt, ne Svenny? Ja, genau, also das wäre dann halt schon ein Foul gewesen. Die gelb-rote Karte, keine Ahnung, ich hatte da schon irgendwie ein Gefühl gehabt und im Halbzeit-Talk war ich ja auch bei euch im Talk dabei gewesen, da hat man ja auch schon drüber geredet, ich glaube Dirk war es zu dem Zeitpunkt, hat auch gesagt, den hättest du runternehmen müssen und dieses süffisante Lächeln danach, ich habe keine Ahnung, ich verstehe diesen Mann einfach, also den Adeyemi einfach da in der Hinsicht nicht, was er sich dabei denkt. Ja, also ich habe gerade im Chat gelesen, dieses Grinsen, vielleicht auch einen Ticken Unsicherheit, weil er wirklich noch relativ jung ist. Das ist auch mein Punkt, das ist mein Call. Natürlich, ne, ich habe auch im Fazit wieder einige Kommentare gelesen. Ja, jetzt lass doch mal das Loredana-Ding endlich sein. Und ja, den Punkt gebe ich euch ja. Das sollte nochmal so ein bisschen Öl ins Feuer gießen. Hat es anscheinend auch getan, das ist auch in Ordnung. Das war gar nicht böse gemeint. Ich war einfach nur frustriert, weil, wie ihr gerade richtig festgestellt habt, dieses Gelb-Rot-Ding zu Recht, aber leider völlig dämlich war. Und er damit natürlich der Mannschaft, die dann einfach relativ lange noch in Unterzahl ist, er damit der Mannschaft einen Bärendienst erweist. Und dann noch dieses süffisante Grinsen hinten dran, wo ich mir denke, ja, aber Digga, dieses süffisante Grinsen darf eigentlich nur dir selber gelten, lieber Karim. Weil du ja eigentlich wissen musst jetzt gerade, was da kommt, weil du bist gelb vorbelastet. Und Stefan hatte gerade in den YouTube-Chat geschrieben, kein Klammern, der Gladbacher blockt Adeyemi. Seht ihr es so? Oder also für mich war es vollkommenes Klammern von Adeyemi. Ich war gestern im Stadion und habe ich bei beiden Situationen gesehen. Also das erste Mal war ja okay. Das erste war auch unnötig, aber das konntest du irgendwie noch rechtfertigen. Aber das zweite vor nach der Halbzeit war einfach ansatzweise nicht mal in Ballnähe einfach den Gladbach-Spieler umreißen und sich dann wundern, warum wird denn jetzt gepfiffen? Und da hat er vielleicht realisiert, ja, jetzt gehe ich fliegen. Und ich habe mit meinem Kollegen, mit dem ich im Stadion war, auch gesagt, so,
in der Halbzeit, nimm Adeyemi runter. Ich habe da so ein ganz böses Gefühl. Und dann kam die Einwechslung und wir dachten so, jetzt geht Adeyemi runter. Ja, Gittens wurde ja leider dann verletzungsbedingt ausgewechselt. Ja, ja. Und dann sehe ich nur mal für Gittens. Ich denke so, das kann doch jetzt nicht sein. Wie kann man denn so wechseln? Ja, und eine Minute später fliegt Adeyemi vom Platz. Also das war einfach sinnbildlich für die kompletten Aktionen im Spiel. Boah, ich bin komplett bei dir. Das war genau das, was wir gestern auch in der Runde hatten, als wir zusammen geguckt haben. Ja. Genau das. Wir denken alle so, ja, Adeyemi geht jetzt runter und er bleibt drauf, ey. Und ja, auf einmal zack, Karte weg. Denkst du, super. Oh. Im Elfmeter, Adeyemi weiß ganz genau, was er da macht. Das ist hundertprozentig, kannst du den Elfmeter geben, musst du nicht. Aber ich saß direkt quasi mit der Sicht auf den Elfmeterraum. Ich konnte genau drauf gucken. Adeyemi schießt den Ball bewusst zum Torwart, dass er halt sagen kann, der räumt mich jetzt ab. Er wusste ganz genau, er wird jetzt abgeräumt und das kann Elfmeter geben. Und ich denke eher, dass der Schiedsrichter dann sagt, Adeyemi macht die Bewegung bewusst zum Schiedsrichter und weiß, dass er abgeräumt wird und will den Elfmeter rausholen. Und dass vielleicht da die wenigen Prozent gefehlt haben, dem Schiedsrichter zu sagen, das ist jetzt ein gewolltes Foulspiel vom Torwart. Also ich lese zum Beispiel gerade auch von Dennis im YouTube-Chat, sorry, aber das zweite Foul war für ein Gelb-Rot viel zu wenig. Ja, also okay. Ich finde, es ist halt auch wieder taktisch, ne? Es wird eine Auslegungssache. Ich wäre sogar bei Dennis, der das in den Chat schreibt, dass es bei der zweiten Aktion weniger klar war als bei der ersten. Ja. Aber kann man schon so machen. Und wie gesagt, Adeyemi realisiert das ja, ne? Ja. Genau, Lumix, du sagst es. Wenn du vorbelastet bist, darfst du so nicht in die Zweikämpfe gehen. Das ist, dann kriegst du halt einfach die Quittung dafür. Ja, ja. Also, das ist einfach unüberlegt. Ich will jetzt den Konter unterbinden. Und es gab ja auch nicht wirklich einen Grund, jetzt den Konter zu unterbinden. Es gab ja noch Spieler vor Adeyemi. Das haben wir alle nicht verstanden in Nummer. Wir dachten so, warum räumt der den jetzt ab? Es gab keinerlei Grund, jetzt den Spieler umzutreten oder zumindest sich an den dran zu klammern, weil der hatte erstens nicht den Ball. Und zweitens, der Konter, der hätte noch locker, Schlotterbeck und Süle gestern, super Spiel, muss ich sagen. Ja. Also ich war schon lange nicht mehr von Schlotterbeck so überrascht. Also es war ein Top-Spiel vor der Innenverteidigung. Ich meine, der hat auch beide Tore mit initiiert, oder nicht? Ja, Schlotti? Einmal den Elfmeter rausgeholt, hat er selber gesagt, unglücklich, aber berechtfertigt. Ja, Sabitzer auch, muss man sagen. Sabitzer gestern auch Prime-Spiel, wirklich. Der Typ hat gestern gezaubert. Man of the Match für mich. Man of the Match, keine Frage. Also der Typ hat uns gestern, das war der Lebensversicherung. Absolut. Hallo in die Runde. Hallo hier. Übrigens wollte ich jetzt nochmal sagen, dass wir heute auch Mattes wieder als Besucher haben. Ja, den haben wir schon begrüßt, den guten Mann. Okay, dann habe ich jetzt mal eine kleine schlechte Nachricht wahrscheinlich. Also Alea wird wahrscheinlich ausfallen für Dienstag. Ja, das war ja fast zu erwarten. Hä? Und es ist unklar, ob Alea diese Saison überhaupt nochmal zum Einsatz kommen können wird. Er hat Probleme mit dem Fuß. Ja. Also das nur zur Info. Ja, ich gehe dann gleich wieder runter. Ich wollte nur sagen, wir machen heute zwei Gruppentoxi, ne? Ja, das ist super. Also erstmal danke dafür. Danke auch für die schlechte Nachricht. Aber da nicht. Zweite schlechte Nachricht. Liverpool aus dem Zeltrennen weg. Meinst du, sie sind damit komplett weg? Ja, da auf jeden Fall. Also Arsenal und Fitz sind sie nicht mehr. Ja, also, schauen wir mal. Abgerechnet wird am Ende. Da lassen wir uns überraschen. Das glaube ich leider nicht. Nee, ich auch nicht unbedingt. Füllkrug-Dienstag. Meinst du René Füllkrug-Dienstag? Ja, wenn Haller ausfällt, dann wird Füllkrug. Bin ich auch ehrlich, lieber Füllkrug als Mokoku, weil das Spiel war jetzt echt nicht gut von ihm auch, muss man sagen. Weiß ich jetzt nicht. Dass man sagen muss, aber. Nein, du hast recht, das Spiel war auch wirklich nicht gut von ihm und ich finde, es ist auch fies. Ich meine, er wird ja eingewechselt wegen einer Verletzung. Das heißt, es ist ja kein Wechsel, der geplant war. Kein gewollter Wechsel, ja. Genau, kein gewollter. Aber trotzdem dann im Verlauf des Spiels, wo du früh reingekommen bist, wieder runtergenommen zu werden, ist natürlich auch wieder ein Zeichen in deine Richtung, ne? Ja, vor allem dann durch den Hummels ausgetauscht. Der wurde ja für Hummels ausgetauscht. Da denkst du dir auch so als Stürmer. Okay, krass. Da standen wir auch wirklich alle kurz baff im Stadion. Warte mal, wechselt er jetzt gerade wirklich einen Innenverteidiger für einen Stürmer aus? Und dann hieß es eigentlich die letzten paar Minuten nur noch Mauern. Ja, 5-4-0, ne? Einmal zwei gute Aktionen von Donny Mal im 16er. Also der hat ja gestern auch gezaubert, aber dem fehlt halt dann einfach der Abnehmer in der Mitte, ne? Ja, ja. Aber wie gesagt, also Mucki, wie seht ihr den denn? Also du hast völlig recht, Lumix. Du hast recht, gestern war es nicht gut. Aber jetzt mal im Ernst, guck mal. Egal, was er bisher gemacht hat, also ich versuche mich jetzt mal in seine Lage auch zu versetzen. Egal, was er bisher gemacht hat, egal, wie er für sich privat trainiert, egal, wie er vielleicht auch im Teamtraining trainiert, das können wir natürlich nicht beurteilen. Er gibt Gas, er bietet sich an. Er hält die Schnauze,
er ist keiner, der irgendwie rumstänkert. Also er sorgt zumindest mal für keine schlechte Stimmung nach außen hin und so weiter. Und du kannst einfach nicht. Das heißt, das Selbstvertrauen, ich vermute mal, bei einem immer noch verhältnismäßig jungen Kerl wird nicht das Größte sein. Dann musst du reinkommen, so relativ unbedacht, 10 Minuten nach Anpfiff. Das heißt, irgendwie auch undankbar, weil du sofort umschalten musst auf jetzt bin ich da. Dann willst du vielleicht auch zu viel, weil du natürlich jetzt in den Minuten, die du unverhofft sammelst, willst du ja auch zeigen, hey, ich spiele auch zurecht. Plus kein Selbstverständnis, plus auch nicht so das Spiel für Mokoko. Und dann siehst du halt auch in Summe doof aus. Also bloß kein Rhythmus. Ja. Da kannst du auch sagen, ist halt auch leider irgendwo Schuld des Trainers. Ne? Also wir haben viele Talente, die auf der Bank geparkt werden. Ne? Dann wird halt lieber der X, der Versuch mit einem Füllkrug, der jetzt auch schon seit einigen Spielen nicht mehr getroffen hat, gewagt, anstatt einfach mal dem Jungen mal ein bisschen mehr Spielpraxis zu geben. Also ich kann vollkommen verstehen, wenn Kuku nächsten Sommer sagt, ich möchte jetzt hier weg. Ja. Da kann man dem Jungen keinen Vorwurf machen. Der ist jung, der möchte die Spielzeit haben, der braucht Praxis. Ja. Und normalerweise er muss die Spielzeit haben. Er muss die haben. Er ist jetzt in dem Alter, wo der spielen muss. So, ne? Der kann jetzt nicht bis 24 auf der Bank sitzen und gucken, ich schaukel mir jetzt hier mehr die Eier und sitze hinter einem Füllkrug, der jetzt auch nicht mehr gerade der Jüngste ist. Ne? Ich mag Füllkrug, keine Frage. Aber ich finde, der wurde in den letzten Wochen und Monaten leider sehr, sehr bevorurteilt, unberechtfertigt. Also der hat sehr oft unnötig auf der Bank gesessen. Das gilt halt nicht nur für Mokoko, das gilt halt für viele Talente, die wir haben. Also ich denk, apropos, das ist zerrissen bei vielen. Viele Talente, ne, das greife ich mal auf, gilt auch für viele Talente. Wie habt ihr im Stadion oder auch am TV-Gerät eures Vertrauens Bino Gittens wahrgenommen? Ich fand ihn sehr stark. Geil. Ja, total. Absolut ja. Geil. Der hat so gezaubert da vorne, der hat die aussteigen lassen. Das war so schön mit anzusehen. Dass der Junge mal von Anfang an spielen darf. Das war eine Augenweide. Das war wirklich, hat mich an Sancho erinnert, ja. Mathe ist für dich einer, der vielleicht auch öfter mal von einer, in der Startelf von Anfang an spielen muss, bei No Gittens? Ja, also ich finde, wenn er außen ist, dann hat er auch die Technik, dass er dann vorbeiziehen kann und dann den Ball in die Mitte bringen kann. Absolut, das hat er gestern gezeigt. Und das ist ja das, was die anderen auch gesagt haben. Genau, und aber das kann er ja auch. Also du hast mit Gladbach eine Mannschaft ja bespielt, Ceoane hat es ja auch wirklich gesagt im Vorfeld, die relativ kompakt erstmal aus einer kompakten Defensive agiert. Weil ich, weiß ja nicht, knapp über 50 Gegentore haben die gefressen in der Saison. Das ist natürlich auch logisch, dass sie das dann machen müssen, erstmal Punkt 1 Defensive stabilisieren. Okay. Und dann versuchen sie es über Umschaltmomente. Und wenn du aber so einen kompakten Block bespielen musst als Borussia Dortmund, brauchst du genau das, was Mathis gesagt hat, einer, der wirklich auf Außen auch mal diese 1-gegen-1-Situation gehen kann, der auch mal vorbeigehen kann, der auch den Ball dann mal ins Zentrum spielen kann oder Grundlinie, Rückraum, liebe ich persönlich ja sehr. Geh irgendwie durch mit einem Doppelpass, mit einer Einzelaktion, whatever. Grundlinie, einer läuft einen in den Rückraum, Ablage, Schuss, fast immer ein Tor. Ich liebe solche Tore. Deswegen Bereicherung für mich gewesen, definitiv. Ja. Tox. Ja. Da, ich hätte für Dienstag noch eine andere Idee für unseren Sturm. Ja. Malen. Ja. Ja. Mhm. Ja. Problem Malen ist halt dann auch Mittelstürmer. Oder halt Doppelsturm. Also ich finde auch, die Idee ist, ich bin im Stadion dann und ja, ich auch. Das wird geil. Also mein erstes Champions-League-Spiel überhaupt in meinem Leben. Also ich bin sehr gehypt und ich hoffe... Yannick, Gas geben, ne? Bitte danach keine Stimme mehr haben. Keine Stimme mehr haben, ich werde alles rausschreien, meine ganze Seele, meine ganzen Organe. So. Gut. Nein, okay, soweit nicht, aber... Also auf jeden Fall meine Stimme, dass ich meine Stimmbänder... also ich werde alles geben und ich freue mich mega drauf. Und ja, was die Idee betrifft, finde ich sehr, sehr gut. So mit Malen, Adeyemi, vielleicht... Und Sancho bei No Gittens muss man dann halt mal schauen. Ich weiß nicht, ob man dann vielleicht mit beiden spielt und dann entweder nur mit Malen und Adeyemi. Aber ich sehe halt auch diese Alternative zwischen Füllkrug und Mokoko ziemlich kritisch. Deswegen würde ich da auch die Idee befürworten, dass man da entweder Malen vielleicht in den Sturm packt oder eventuell Adeyemi. Naja. Aber wie wahrscheinlich ist es denn für euch, dass das auch wirklich passiert? Ja, unwahrscheinlich. Nee, Terror Terzic wird das nicht aufstellen. Sorry, muss ich das ehrlich sagen. Nein, ihr glaubt gar nicht, ihr kennt doch bestimmt hier dieses Meme, wo der da... Diese Karte. Schwarze Magie Terzic. Aber ihr kennt doch bestimmt auch dieses Meme, wo der da auf die Bühne gerannt kommt, so...
Edin Terzic, wenn er mit dem BVB Fünfter wird, trotzdem in die Champions League kommt und als Trainer bleiben darf, wie der da auf diese Bühne rennt, dieses Meme, oder? Ja, ja. Ey, das hab ich auf Instagram ungefähr 8 Millionen Mal von allen Leuten geschickt gekriegt. So, und ich denke mir so, ja, ja. Man muss aber sagen, in der Champions League kocht er, in der Bundesliga nicht so. Ja, aber wirklich die Frage, die wir uns wiederholt stellen. Ja, alle, die es jetzt vielleicht auch im Real Life gucken, nicht schon wieder, aber einmal kurz zumindest angerissen. Ist es Terzic, der kocht, oder sagt die Mannschaft am Riemen reißen, aber auch in der Bundesliga zum Beispiel, am Riemen reißen, Ergebnisse holen, die Ergebnisse irgendwie einfahren, die wir einfach brauchen für unsere Saisonziele und voilà und go. Ist es wirklich die Mannschaft, oder spielen die das für den Trainer, weil der so ein Taktik-Genie ist? Das kann man ganz schlecht beurteilen. Ja, kann ich auch nicht sagen. Ich würde sagen, für den Trainer macht da nicht wirklich einer mehr was. Ja. Also vom Gefühl ist es so, ne? Doch, ich würde eher sagen, das kommt von Nuri. Ja, definitiv. Kehl und Nuri sind da auf jeden Fall gut immer an der Seitenlinie mit am Wirbeln, und ich denke mal, für die machen die das. Aber ich glaube, Edin Terzic hat man ja schon aus mehreren Medienberichten gehört, dass der nicht mehr den Rückhalt der Mannschaft hat, sondern dass der Mannschaftskern nicht mehr hinter dem Trainer steht. Wie habt ihr das Reus-Ding wahrgenommen? Also ich meine, er ist ja mehrfach von Kameras sehr detailliert eingefangen worden mit einem Gesicht zum Vergessen, sagen wir mal. Übertrieben lange. Also ja. Ich weiß nicht, ob man eine Vereinslegende so verbrennen kann. Ich bin ja wie Prim ein riesiger Marco-Fan. Da sind wir auf jeden Fall im selben Boot. Es ist einfach so ein bisschen traurig, wie mit ihm umgegangen wird. Aber ganz ehrlich, vielleicht zeigt er auch schlechte Trainingsleistungen. So what, ne? Aber, und wenn man vielleicht einer weniger auf dem Platz ist, dann ist halt auch nicht die Möglichkeit, ihn einzuwechseln, weil man dann natürlich auch aufgrund der Situation, dass Platz 4 sein muss, auf Ergebnis spielt. Aber es ist trotzdem einfach sehr, sehr traurig, weil man ja weiß, dass er immer Spiele entscheiden kann. Also egal, in welcher Formkrise er auch immer steckt oder auch in welchem Alter er sich jetzt mittlerweile befindet. Man hat ja gegen Eindhoven gesehen, er kommt rein, wie cool er vor dem Tor bleibt. Ja. Das bleiben die meisten in unserem Kader nicht, und es ist auch einfach die Erfahrung, die er hat. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich ihn Dienstag wenigstens so eine halbe Stunde dann in der Verlängerung sehe oder so. Also ich gehe schon davon aus, dass wir in die Verlängerung gehen. Aber ja, das wäre mein größter Wunsch, weil er ist ein absoluter Lieblingsspieler, habe ich ja schon mehrfach hier betont. Ja, und verdienter Spieler auf jeden Fall. Also das schreibt auch gerade der Chat so, der Pavian Arabian sagt jetzt gerade zum Beispiel auch, eine Legende gefühlt offen so zu beleidigen ist traurig, er war der Held meiner Kindheit, es stinkt mich richtig an, wie man mit ihm umgeht. Aber Mathis, du wolltest gerade eben auch was dazu gesagt haben, gerne, bitte. Ja, also es ist mein Lieblingsspieler von BVB, aber finde jetzt auch seine Leistungen nicht überragend, aber ich glaube, wenn er mit Brand spielt zusammen, dann wird das was, also wenn er dann mal eingewechselt wird. Ja, da könnt ihr mal sehen, und das finde ich cool, dass du das so sagst, weil den Take gehe ich sogar mit, Mathis, also das gehe ich komplett mit. Ich würde auch sagen, momentan vielleicht nicht mehr unbedingt der Starter, ne? Also vielleicht sind die Leistungen, und logischerweise, ne, sind die Leistungen vielleicht nicht mehr so wie in seiner Prime damals, aber ja, zumindest ein Einwechsler ist er für mich. Und ne, das, was Lumix zum Beispiel gerade eben gesagt hat mit Adeyemi und der Gelb-Roten, und ich meine, du hast es ja gesagt, man weiß doch um den Karim Adeyemi zum Beispiel, und das wird ein Edin wissen. Also den Call gehe ich so, und da stehe ich zu. Edin wird ja den Charakter Karim Adeyemi kennen. So. Und wenn ich dann weiß, okay, der ist ein bisschen hitzig, der ist vielleicht ein bisschen undurchdacht in manchen Situationen, das ist irgendwie gefährlich eventuell. Das ist bei Emre Can im Übrigen genau dasselbe. Gib Emre Can relativ früh im Spiel eine gelbe, dann ist der genauso. Ja, dann ist Feierabend, dann ist Gelb-Rot gefährdet. Und das weißt du. Also den einen Spieler, den kannst du vielleicht mit Gelb früh im Spiel durchspielen lassen, weil er abgezockt genug ist, zu wissen, alles klar, mache ich das jetzt ein bisschen souveräner. Und der andere Spieler halt nicht. Und dann gehe ich wieder den Call mit zum Beispiel von Mathis, bring den doch mit einem Brand zum Beispiel oder so, weil dann hättest du durchaus, ja, es ist nicht die Idealposition, zum Beispiel einen Brand auf den Flügel schieben können, ne? Und dann hättest du einen Reus dahin getan oder so. Ja, oder Wolf ein weiter vor. Ja, für 15, 20 gerade, ne? Kann man Marco auf jeden Fall immer bringen. Und das auch eine Dienstag, also von Mathis, mit Marco und Brand. Und würde dann aber auch Brand eher, weil wir halt so viel Tempo auf den Außen brauchen, vielleicht einen hinterschieben, zusammen mit Sabitzer. Das ist dann vielleicht noch ein Tick zu offensiv. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber natürlich auch schon sehr stabil vom spielerischen Potenzial.
Ja, spielerisches Potenzial ist auf jeden Fall da. Ich mag es, ich mag die Kombination einfach persönlich nicht, weil mir Reus und Brandt im Spielertyp zu dolle ähneln und ich möchte nicht zwei fast identische Spieler für mich ich einfach auf demselben Platz haben, weil dafür dann entweder Tempo oder richtige Leidenschaft dafür einfach fehlt. Und das ist einfach dann schade. Und die Defensive ja, auch runter, ne? Oder die Defensive. Ja, da stimme ich zu. Was ich aber auch extrem scheiße finde irgendwie in der Hinsicht ist, dass ein Brandt irgendwie die letzten Wochen nicht fit war irgendwie. Und man dann sich sagt irgendwie, ja, lass mal den Reus das machen. Nein, stattdessen darf sich ein Brandt über den Platz schleppen. Das geht ja überhaupt nicht. Ja, das stimmt schon. Geht halt mit. Aber auch Felix ist. Aber auch Felix ist noch nicht so auf dem Level, wo er, glaube ich, hin will. Er ist ja auch auf der PK vor Atletico gefragt worden, wie ist denn dein Fitnesszustand so? Und da hat er sich ja selber zu geäußert und hat gesagt, also ich bin jetzt wieder dabei, mir diesen Rhythmus zu holen und das ist gut. Aber ich finde schon, dass du nochmal merkst, dass da ja er jetzt eine lange Pause hatte, er zwar körperlich gearbeitet hat an seinem Comeback, aber fußballerisch eben nicht. Ja, deswegen... Gestern in der Schlussphase hat er gut gekämpft. Ja, das aber auf jeden Fall. Das war halt, gut, wenn du halt eingewechselt wirst, dann musst du halt auch bringen, weil das war gestern reines Ergebnisverwalten, ne? Ja, ich will aber gerade nochmal einen Artikel mit reinnehmen, wo es auch nochmal um dieses Gelb-Rot-Adeyemi-Thema geht, nämlich Terzic kritisiert Adeyemi, wollten diese Situation vermeiden. Und dann schreiben sie auch in dem Artikel von Edin Terzic, gab es im Anschluss mahnende Worte in Richtung Karim Adeyemi. Und was sagt er? Wir hatten in Hoffenheim eine ähnliche Situation, in der wir einen unnötigen Platzverweis bekommen haben, erinnerte der Coach an den 3-1-Erfolg im Kraichgau am 6. Spieltag, als Rami Benzebaini gelb-rot kassierte, weil er den Ball weggeschossen hatte. Das war auch der Grund, warum wir in der Halbzeitpause gewechselt haben. Ian Marzen war schon mit Gelb belastet, wir wollten genau diese Situation vermeiden und haben es angesprochen. Also wenn das sogar angesprochen wurde, ist es noch dümmer von Adeyemi, ganz ehrlich. Also die Verantwortung, und das gehe ich auch mit, was die Kommentare zum Beispiel unter dem Fazitvideo geschrieben haben, ja, die Hauptverantwortung sehe ich auch erstmal beim Spieler Adeyemi, dann beim Trainer. Aber wenn es angesprochen wurde, ist es dumm. Dann weißt du es aber auch als Trainer. Also du hast es ja angesprochen, weil du es wusstest. Und deswegen hast du auch Marzen runtergenommen, weil, ne, nochmal die Situation, offene Sohle da auf das Sprunggelenk. Glück, dass der Schiri irgendwie argumentiert mit hier, der Ball ist in der Nähe. Also das hätte man bei Marzen auch anders auslegen können, bin ich immer noch der Meinung. So, also nimmst du den clevererweise runter. Aber einer, der sich genauso hinreißen lässt, ist eben Adeyemi. Und wenn du das in der Halbzeit sogar ansprichst und du willst genau diese Situation vermeiden, dann nimm runter. Er muss aber auch abwiegen, ne? Welcher Spieler ist anfälliger für eine Gelb-Rote? Ein Marzen als Verteidiger oder ein Adeyemi, ne? Und wenn man halt weiß, ein Adeyemi ist halt vom Charakter her sehr spritzig und aufgedreht, ja, dann nehme ich doch lieber den Adeyemi runter und gucke, dass ich eventuell dem Marzen sage, so, ja, du bist Verteidiger. Guck, dass du dich jetzt nicht in jeden Zweikampf mit 100% reinschmeißt, dass du das verteidigst, was du verteidigen kannst, aber zieh keine unnötigen Fouls. Aber man hätte ganz klar davon ausgehen können, dass ein Adeyemi in der zweiten Halbzeit vom Platz fliegt. Das habe ich mit meinem Kollegen, der neben mir gesessen gesagt, ich sage es dir, der fliegt gleich vom Platz. Und wirklich eine Minute später ist der runtergeflogen, wo man sich denkt, ja, hätte man vermeiden können. Ja, hätte man 100%ig vermeiden können. Hätte man vermeiden können, das war absehbar, das war absolut absehbar. Ja, ja. Und apropos, wo gerade ein paar Verteidiger noch waren, erschreckenderweise ein verdammt gutes Spiel von Wolf in meinen Augen. Ich habe mich echt gewundert, dass der Mann Fußball spielen kann. Also ich bin nicht der größte Fan von Marius Wolf, muss ich leider sagen. Aber gestern, abgesehen von den Flanken, war das ein super Spiel von dem. Der hat die rechte Seite gut beackert, ist auch mal mit nach vorne gegangen. Ja, er auch macht das halt das, was er kann. Ne? So, das er macht muss man... das, was er machen soll. Ne? Ja, ja, er kann das, was er kann und das macht er. Und das liefert er auch. Und ja, zuletzt war es zu wenig, ne, das sieht man, also diesen Abfall gegenüber anderen Kickern, den sieht man, aber gestern, ich fand es zumindest auch solide, definitiv, ja. War halt wieder, ist halt wieder das Dortmunder Problem, wir kaufen halt Mittelklasse Bundesliga ein und erwarten Weltklasse, ne, also ist halt leider immer. Aber die Frage ist, wer erwartet die Weltklasse? Sind das von der Erwartungshaltung nicht eher auch wir Fans? Nicht ja, genau. Aber tendenziell schon, aber, oder? Ja, wir sind halt erfolgsverwöhnt, ne, wenn du nachdenkst, was wir früher mal rumrennen hatten, ne, Hakimi, Piszczek, das waren halt Spieler so, ne, die haben halt
geackert, bis zum geht nicht mehr. Und dann kommt halt so eine Transferperiode nach dem Favre, nach dem Rose, wo dann immer wieder irgendwo mal so ein Mittelklasse-Bundesligaspieler reingeholt wird. Und dann ist man halt einfach das von früher gewöhnt und ein bisschen verwöhnt auch, muss man sagen. Und dann läuft halt Marius Wolf halt mal Sport, also Meunier früher noch, ja, früher ist gut, vor ein paar Monaten noch leider, Meunier und Wolf da als obligatorisch rum und dann wunderst du dich, warum klappt das denn nicht? War ja absehbar. Das ist richtig. darf ich nochmal ein Zitat ergänzen, nochmal zu dieser ganzen Thematik, weil ich da dann schmunzeln muss. Ich habe mir, wie gesagt, nach dem Spiel nichts mehr reingezogen davon. Ich habe das Fazit gemacht und dann habe ich wirklich ausgemacht und abgeschaltet und hatte Feierabend. Wir müssen daraus lernen, er muss daraus lernen, appellierte Terzic. Nicht zum ersten Mal an den Außenbahnspieler, ja. Fortschritte abseits des Fußballerischen zu machen. Und da hatte Vego gerade in den YouTube-Chat nochmal geschrieben, so, da kommt einem immer wieder das Armin Reutershahn-Ding hoch und das stimmt, wo sie zusammen beim Brinkhoffs Ballgeflüster waren, Adeyemi und Reutershahn als sein Co-Trainer, wurde den einfach als Co-Trainer direkt völlig rasiert und sagt, ja, Karim ist da ja halt ein bisschen nachlässig und ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit von Karim wäre schon wünschenswert und das ist so ein bisschen Null-Bock-Einstellung bei Karim und so, wo ich mir denke, wow, das hat gesessen. Und gefühlt hat sich seitdem nicht wirklich was getan. Nee, nee, das ist... Wobei ich um Adeyemi muss ich gerade was denken, was mir der Henning heute gesagt hat. Ich weiß nicht, ob der es jetzt feiert, aber selbst sein Vater sagt, dass er Hennings Vater sagt, dass er Adeyemi nicht mal hat und Beino Gittens bevor ihn vorzieht. Das sagt er nicht. Das hat er gesagt. Ja. Pff. Ja, aber das ist ja, also ganz ehrlich, momentan Adeyemi ist halt schnell. Adeyemi bringt eine Dynamik mit, aber ansonsten fehlen mir momentan so ein bisschen die Argumente für Adeyemi. Adeyemi ist halt das Einzige, was er gefühlt hat. Er war halt schnell, aber der ist halt gestern auch nicht wirklich in, sag ich mal, der hatte 2-3 gute Duelle, aber wurde halt leider auch sehr, sehr oft schnell abgekocht, ne? Ja, definitiv. Das ist auch der Punkt, auch dieses mit Loredana. Ich meine, ich kenne die immer noch nicht, ey, keine Ahnung, interessiert mich auch die Bohne nicht. Aber, und was er macht irgendwie mit der, ist mir auch alles scheißegal, aber in erster Linie, er ist Spieler von Borussia Dortmund und das ist sein Ding. Und alles andere kann Spieler, der nebenbei machen. Ein Arbeitgeber. Er zahlt ja, kein Geld dafür. Er wird dafür bezahlt. Ja. Wenn ich meine Arbeitsleistung auf die Arbeit nicht bringe, dann werde ich gekündigt. Ja, deswegen alles andere kann er nebenbei machen, wie er will irgendwie. Aber er ist in erster Linie ein Spieler von unserem Verein. Fertig. Ja, und das ist ja das generell. Und nochmal, ne, die Spieler, natürlich haben sie jedes Recht, alles zu tun in ihrer Freizeit, was sie möchten. Alles. Du musst dich aber zumindest nicht wundern, dass in einer Phase, wo es vielleicht nicht so läuft, die gewisse Sachen ausgelegt werden, wie du es dir nicht wünschst. Und in einer Phase, wenn es läuft, also jetzt mal ganz im Ernst, würdest du zum Beispiel irgendwelche Postings, genau die gleichen Postings sehen von irgendwelchen Spielern von Bayer 04 Leverkusen, ja, derzeit, dann kannst du davon ausgehen, sagen alle, boah, das ist aber cool, das ist aber nice, das ist aber, boah, ist ja, guck mal, die haben richtig Privatleben. Ja, das legt dir jeder positiv aus, weil es halt momentan läuft. Und das ist das, was Undertaker gerade gesagt hat, so, wenn du dich committest, wenn du deine Leistung bringst, wenn du deinen Job einfach gut machst, wenn du mit Passion dabei bist, ja, jeder freut sich mit dir, wenn du ein cooles Privatleben hast und das irgendwie auch mit Leuten teilst. Aber in einer Phase, wo du vielleicht mehr mit dir beschäftigt bist, wo es nicht so läuft, und du bist dann aber permanent in der Außendarstellung im Privaten zu sehen, wo man dann vielleicht eher tendenziell das Gefühl kriegt, ja, wo liegt denn der Fokus auf deinem Job und auf deiner Arbeit, auf den Leuten, die dir die Kohle bringen oder auf ganz anderen Dingen, dann wird dir das halt schneller mal negativ ausgelegt. Und das ist nicht nur bei Adeyemi so, das ist bei jedem Menschen so. Also wenn ich, keine Ahnung, meinen Job nicht mache und poste halt, keine Ahnung, permanent irgendwas aus dem Spa und wie viel Wellness ich mache, ja, dann sagen die auch, ja, Wellness machen kann er aber seinen Job nicht oder was, so. Wenn ich aber einen Bombenjob mache, 20 Stunden am Tag buckel und wirklich mich voll reinwerfe und poste dann irgendwas mit Wellness, sagen alle, hat er sich so verdient, dass er da jetzt auch mal ein bisschen abschalten kann, geiler Typ. Ist genau dasselbe. So. Ja. Und das check ich nicht, wie man das nicht checken kann. Das check ich nicht. Ja, ich doch auch nicht. Ja. Zum Beispiel wurde mir auch geschrieben, hier Ian Marzen war am Donnerstag in Leverkusen Euroleague gucken gegen West Ham, ne? Hat mir einer geschrieben, feierst du das als Dortmunder, dass der da gucken war oder findest du, es geht gar nicht? Wo ich sage, ja Digga, lass ihn doch gucken. Also der hat Feierabend, der hat Training gehabt, der hat
einfach Privatmensch Ian Marzen. Vielleicht kennt der ein paar Jungs von Leverkusen wahrscheinlich sogar. Oder von West Ham, weil, ja, ne, ist ja Engländer, ne, beziehungsweise hat in England gespielt bei Chelsea so. Der war halt privat da, lass ihn machen. Aber ein Ian Marzen zum Beispiel ist jemand, der wirft sich komplett rein, der gibt immer alles. Ja, freue ich mich für den. Ist doch cool. Ja, sag mal so, es wird so lange nicht gemeckert, solange es läuft. Und wenn halt was scheiße läuft, dann wird halt nach dem Haar in der Suppe gesucht. Und das ist dann halt relativ schnell Privatleben. Hier, Loredana, bla bla bla, hast nicht gesehen. Genau, also diese Außenpunkte kommen halt relativ schnell zum Tragen dann. Und das checke ich, wie gesagt, nochmal nicht, wie man das nicht checken kann, weil das ist bei jedem so. Ist zum Beispiel mit Emre Can genau dasselbe. Der hatte doch jetzt irgendwie vor einer Woche, vor zwei oder was weiß ich, seine Ladeneröffnung da irgendwie, ich meine in der Tiergalerie in Dortmund von seinem Klamottenladen oder was, wo er auch privat zugegen war, wo Fans irgendwie ihn treffen und Fotos machen konnten und so weiter. An sich eigentlich eine ziemlich coole Aktion, weil er zeigt sich voll nahbar. Er ist einfach mal zum Anfassen, er ist einfach mitten in der Crowd sozusagen, eigentlich voll cool. Und es kamen aber Kommentare in meine Richtung, die gesagt haben, guck mal hier, ne, der Emre, dafür hat er Zeit für den Scheiß, ne? Aber spiel mal Fußball, wo ich sage, ja genau. Also, wenn es nicht läuft, wird dir alles negativ ausgelegt auf diesem Planeten, was du dir vorstellen kannst. Ja, ist doch immer so. So sind wir Menschen einfach. Ja. Ja, oder beziehungsweise so besonders typisch Deutsche. Ist, selbst wenn jemand gut ist, ja, aber das ist bei dem Scheiße, das ist bei dem Scheiße, das ist bei dem Scheiße, wo man sich so denkt, Digga, könnt ihr euch mal aufhören, alle 10 Minuten über irgendwas aufzuregen, wo es gar keinen Sinn ergibt. Seid doch mal froh, dass der aktuell gut spielt und Leistung zeigt und Leidenschaft zeigt, was mich auch teilweise wirklich manchmal aufregt, dass du merkst, wo ist eigentlich die Leidenschaft von den Spielern? Ja, ist ein guter Punkt. Also diese Leidenschaft geht immer mehr flöten. Und nochmal, wie gesagt, es liegt ja an dir selbst, was du draus machst. Also nehme ich nochmal einmal, um das Thema auch abzuschließen, den Moukoko als Beispiel. Selbst wenn er zum Beispiel privat genau die gleichen Dinge tut wie andere aus der Mannschaft, dann ist er zumindest in diesem Social Game so gut beraten, dass er Dinge postet, die nach außen vermuten lassen, wie professionell er mit Sachen umgeht. Er postet nämlich Sachen von irgendeinem Training, irgendwie aus dem Gym, irgendwie von der Regeneration auf der Couch, whatever, wo du sofort diesen Eindruck gewinnst, guck mal, das ist Professionalität, der lebt das. So. Und selbst, wie gesagt, wenn es nicht so ist, aber zumindest in der Außendarstellung ist es so, und das sorgt natürlich auch für eine entsprechende Wahrnehmung vom Außen. Das heißt, wir sagen, boah, guck mal, Top-Typ. Das heißt, sei doch zumindest so clever, und das würde ich mir auch fast wünschen, dass da ein Verein, vielleicht machen sie es auch sogar, den Spielern einfach mal sagen, so, ey, Junge, natürlich kannst du machen, was auch immer du willst. Du bist ja schon groß und ich will es dir ja gar nicht vorschreiben. Aber überlege dir vielleicht mal, was du jetzt Social Media mäßig wie wann tust, weil wenn du das und das und das tust, kann das und das und das passieren und resultieren. Und ja, vor allem an die jungen Spieler auch, ne? Weil das sind halt sehr junge Leute, die sich halt dadurch auch sehr krass beeinflussen lassen. Ne? Und wenn du halt in Social Media dann nur Nachrichten siehst wie, ja, du hast hier verdient zu spielen, oder halt, wenn du Pech hast, genau das Gegenteil, du bist total scheiße, das macht ja auch mental was mit Spielern. Ja, und das ist es. Ja. Das macht was mit dir. Und Lion schreibt in den YouTube-Chat, Fußballspieler sind natürlich auch nur normale Privatmenschen, als ob es deinen Chef zu interessieren hat, was du in deiner Freizeit machst. Nein, hat es eigentlich nicht, bin ich komplett bei dir. Aber seien wir auch mal mit dir ehrlich, du schreibst mal so lapidar rein in den YouTube-Chat, Fußballspieler sind auch nur normale Privatmenschen. Zum Beispiel ist das eine Diskussion, jetzt nehmen wir mal als Beispiel einen Mats Hummels. Einfach mal random was aus der Luft gegriffen. Und er hat jetzt den Insta-Account Außenriss 15, Mats Hummels, das ist sein Account. Und jetzt hat der Fußballer Mats Hummels gerade Feierabend und der Privatmensch Mats Hummels liked halt irgendeinen Post oder kommentiert irgendwie einen Post. Geil Leverkusen, ich freue mich total für euch, dass ihr Meister werdet. Geilen Fußball spielt ihr, was weiß ich. Privatmensch Mats Hummels. Natürlich ist das ein gutes Recht. Frage trotzdem, glaubt ihr mit diesem Account, den er da betreibt, den nimmt mit diesem Account kein Mensch privat wahr? Keiner. Nee, ja? Du bist ja persönlich öffentlich im Leben. Genau. Das ist ja was Vergleichbares mit Paris Brunner. Ja, exakt. Du bist, ich bin komplett bei Lion. Er ist der Privatmensch, aber du bist nicht der, du bist der Privatmensch, aber du bist nicht der Privatmensch. Dann leg dir einen Privat-Insta-Account an, connecte dich mit all den Spielern, wo keiner checkt, dass du das bist, Person des öffentlichen Lebens, und mach es dann. Ist einfach nur cleverer, weil es wird dir öffentlich ausgelegt werden, auch wenn du einfach nur Mensch bist. Aber du hast dich in der Rolle, die du bist, entschieden, öffentlich zu sein, und dann wirst du immer so beurteilt. Das kannst du gar nicht verhindern.
Und das ist echt das Problem in der heutigen Gesellschaft. Toxi, ja. Wo du jetzt gerade Hummels mit Insta angesprochen hast, da wollte ich jetzt nochmal ansprechen, dass ich es von Hummels sehr, sehr stark finde, dass er das verfolgt, was auch passiert mit Schlotterbeck und seinem Hate und dass er jetzt nach dem Spiel gestern einen Post gemacht hat, wo er dann darunter geschrieben hat, sehr starkes Spiel von Nico Schlotterbeck. Das ist cool. Das fand ich richtig cool. Ja, die Jungs müssen sich auch untereinander aufbauen. Ne? Emre Can mag jetzt verschiedene Meinungen zu dem Herrn gehen, aber gab ja jetzt auch, glaube ich, öfter mal Gerüchte, dass der Herr ja auch Mannschaftsabende macht und auch besonders junge Spieler einlädt, mit denen sich da mal mit denen quatscht, denen mal ein bisschen ein paar Tipps gibt und quasi die versucht halt auch so ein bisschen bei Laune zu halten. Ne? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass in der Kabine aktuell auch nicht alles rosig ist. Ne? Nee. Borussia Dortmund Platz 5, das ist definitiv nicht der Leistungsstandard, den wir eigentlich aus Dortmund kennen. Ne? Letztes Jahr fast Meister geworden und jetzt kämpfen wir um die Europa League, wenn wir Pech haben. Ja. Mit Champions League, also das kann es ja nicht sein. Also da, ich denke mal, dass in Dortmund gerade nicht gerade alles rosig ist, wie es aussieht. Wenn da mal ein netter Post kommt. Yep. Ich würde mal gerne gerade was ganz anderes ansprechen, weil ich muss gleich los, weil ich habe einen Kanal auf Discord und da streame ich gleich das Leverkusen-Spiel. Ja. Ich soll dir schöne Grüße bestellen. Von einer fast 70-jährigen Borussin, die ich zur Borussin gemacht habe und die mich auf dich aufmerksam gemacht hat. So kann das auch mal gehen, ey. Die ist seit 2020 ist die Followerin bei dir bei YouTube. Ja. Seit kurzem ist die Followerin hier auf Twitch. Ja. Ja, cool. Heißt Feldunseglerin und wird nächste Woche Samstag wird die 70. Ja, dann aber mal ganz stabile Grüße zurück an der Stelle und ja. By the way, ist meine Mom. Ja, guck mal, ja, dann gehen die Grüße an die Mutti zurück, ne? Und für das anstehende 70. Lebensjahr natürlich nur das Beste. Also ich gratuliere nicht, das macht man im Vorfeld nicht, das bringt Pech. Aber für das anstehende Lebensjahr nur das Beste zu wünschen, das kann man, glaube ich, schon mal tun. Ich würde sagen, deine Mom hat einfach Ahnung. Ja, wie gesagt, ich habe sie zu Borussin gemacht, sie hat mich auf dich aufmerksam gemacht. Von und daher, so schließt sich der Kreis. Ja, ja, Win-Win-Situation. So schließt sich der Kreis, das ist ein Traum. Ja, ja. Und guck mal, ein Lob nochmal an die ganze Runde hier von Paolo Eimer, der auf Twitch schreibt, liebe eure sachliche Art als BVB-Fan und finde es angenehm, euch zuzuhören, nur schwarz-gelbe Liebe, so nämlich. Und da seid ihr natürlich auch alle mit gemeint, dass wir da ein bisschen sachlich und auch mal ein bisschen, ja, zumindest versucht, objektiv drüber sprechen können. Das macht einfach nur Spaß. Und weil Undertaker sagte, er muss jetzt gleich auch los. Wir hatten ja gesagt, Primsu hat es gerade schon angekündigt, dass wir gleich auch mal durchwechseln. Einen Block haben wir gleich noch. Ja, Niklas ist auch schon am Start, genau. Wir würden genau das jetzt gleich einmal tun und mal durchwechseln, damit andere auch nochmal die Möglichkeit haben, in dem Stream eine Runde zu quatschen. Ja, ich müsste also auch gleich. Ich bin jetzt raus, ne? Ja. Ciao. Ja, ciao. Dann ciao. An die bestehende Runde, liebe Grüße. Habt noch einen schönen Rest Sonntag und danke, dass ihr mit am Start wart. Kein Problem. Ja, kein danke Problem. Auch. Schönen Tag noch. Schönen Sonntag. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao, Mathis. Schön, Mathis, mein Lieber. Jo, geiler Typ. Er ist so geil, ey. Ja, aber vor allen Dingen, ich finde es, und da siehst du mal, ne, Alter spielt keine Rolle, Mathis, ne, lass dir das gesagt sein. Weil das, was du gesagt hast, und beim nächsten Mal nehmen wir dich nochmal ein bisschen mehr mit dran, aber ich finde es cool, dass du mit dabei bist. Und das, was du gesagt hast, war richtig gut. Das war richtig gut. So, Grüße an die neue Runde, Freunde. Mahlzeit. Mahlzeit. Hallo. Guck mal, da ist der Pavian Arabian. Ist das jetzt Pavian Arabian? Der ist aber doch niemals Pavian Arabian gesprochen, oder? Das ist so Pavian Arabian. Nicht die deutsche Aussprache. Nicht die deutsche, oder? Doch, natürlich. Die deutsche. Pavian Arabian. Ah ja, komm. Okay. Aber nur, weil du es bist. Okay. Aber geiler Name, also feiere ich auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, ich auch. Wie bist du da drauf gekommen? Also, das war früher in der Schule, irgendwie 7. Klasse und alle hatten irgendwie so einen Gamertag. Und dann hat Elias als Freund mich immer damit geärgert, dass ich aussehe wie ein Affe und da Pavian sich auf meinen Namen Fabian reimt. Wurde dann halt noch Arabian dran erfunden. Also Fabian, Pavian, Arabian. Alles klar, jetzt habe ich das auch verstanden. Geiler Scheiß. Ja. So einfach kann es sein. Wofür Schule so gut ist, Freunde, oder? Klasse. Das ist schon. Ja. Ja, also. Das Einzige, was gut ist.
Ja, ein bisschen Bildung ab und zu kommt auch noch dazu. Nice, dass ihr am Start seid. Lasst uns auch nochmal gemeinsam drüber sprechen. Also ihr habt ja jetzt bestimmt auch schon mal ein bisschen gelauscht und so weiter und so fort. Habt ihr da irgendeinen Take, wo ihr sagt, da will ich direkt nochmal mit rein, da will ich auch nochmal was zu sagen? Ich habe vielleicht nochmal 9 Punkte zu dem ganzen Bums von gestern mit reingebracht, der noch nicht mit drin war. Schießt gerne los und lasst uns drüber sprechen. Auch so ein bisschen mit Blick auf Dienstag. Aber wie gesagt, vor allen Dingen auch, was da gestern los war. Dann kann ich ja kurz beginnen, wenn das für euch okay ist. Gerne, Adlauge, gerne. Grüße in die Runde. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ja. Danke. Ich hoffe ebenso. Gib mal meinen Call. Ich habe ja gestern das Spiel übers Radio gehört. Und zur Elfmetersituation. Das war ganz interessant. Den nicht gegebenen Elfer, ne? Ja. Der ja zurückgepfiffen wurde. Und zwar war das folgendermaßen. Es war so, dass der hat Geschosse und der Elfmeter war noch nicht freigegeben. Alle standen bereit, der Spieler schießt, der Torwart schwingt die falsche Ecke und der Schiedsrichter hat aber im Hintergrund immer noch mit dem Videoassistenten sich ausgetauscht. Hat das aber praktisch den Spielern nicht mitgeteilt, sondern die haben gesprochen untereinander, aber keiner hat gewusst, warum, weshalb, wieso. Und dann hat nämlich der Schiedsrichter, das habe ich heute dann nochmal im Doppelpass gehört, einen kurzen Ausschnitt, wurde dann gesagt, warte, dann hörst du, wie er schießt, Tor, warte. Das war ein kurzer Ausschnitt, also das hat man dann auch nochmal im Doppelpass eingeblendet, weil die haben sich dann von der DFL auch nochmal rückversichert, dass praktisch auch im Radio kein Pfiff zu hören war. Die haben sich dann die Audioreportage noch dazugeholt und haben gehört, der Schiedsrichter hat wirklich nicht gepfiffen. Okay. Das war ein Fan oder sowas. Aber das ist total gut, dass du das sagst, weil das hat mir heute am Sportplatz, wo ich heute Vormittag, Mittag, Nachmittag war, auch jemand gesagt, dass da dieses Audiomaterial im Doppelpass wohl irgendwie reingeholt wurde. Ja. Das heißt, das gibt es ja. Und mach das doch transparent in dem Moment. Ja, das könnte, also weil man, was man machen kann aus meiner Sicht, ich würde mir das ja wünschen, spiel genau das über die Lautsprecher ein. Ne? In dem Fall, dass du die Diskussion mitbekommst und dann wirst jeder Bescheid. Weil so sind die Zuschauer, das haben wir ja schon oft gehabt, im Stadion, du sitzt, siehst das, du weißt gar nicht, um was es geht, du freust dich, denkst, warum wird zurückgepfiffen, da gibt es eine riesen Diskussion, was soll das, der Ball wird niedergemacht. Ja, weil die Kommunikation fehlt mit den Zuschauern. Das ist das Problem. Ja, die fehlt auf jeden Fall. Ja. Hinten und vorne. Das hat ja eben gut auch, der Mann, der im Stadion war, auch gesagt. Mhm. Das stimmt. So, genau. So schaut das aus. Ja, von daher ist das schon sehr, sehr interessant, wenn man auf jeden Fall dann auch das mal über eine andere Perspektive noch mitbekommt. Ja, ich fand es, wie gesagt, sehr amüsant, dass die das Wort nicht schnell aufgeklärt. Also die Spieler wussten alle unten schon Bescheid, ja? Ja, das ist ja aber auch das Mindeste, ne? Dass da mal irgendwie kommuniziert wird, so was da wie passiert. Aber alle drumherum, die wissen es halt nicht. Und das richtig. Ist irgendwie. Und da hätte ich mir gewünscht, ne, irgendwie, dass man entweder, dass der Schiedsrichter irgendein Zeichen gibt oder sowas. Oder einfach generell irgendwie, der hat ja auch den Spielern nicht das Zeichen gegeben, dass die was prüfen. Sonst hätte sich ja keiner hingestellt zum Elfmetern, hätten ausgeführt, weißt du? Ja. Der Torwart wusste nichts, Sabitzer wusste nichts, der schießt Tor, alles wunderbar, alles gut. Das war ja das Kommunikationsproblem vom Schiedsrichter. Hätte der dir mitgeteilt, ja Leute, hätte aufs Ohr gezeigt oder was auch immer, wir prüfen gerade, dann hätte auch keiner was gemacht, weißt du? Yep. Und dann wäre die Diskussion gar nicht jetzt entstanden. Ja, ausbaufähig. Ne? Im Übrigen sagt K-Swiss HD, der auch gerade eben mit Prime abonniert hat, dafür Kuss auf die Nuss, Gladbach war mit Ball noch hilfloser als wir. Auf die sind wir nämlich noch gar nicht eingegangen bisher in der Runde. Da können wir auch nochmal drüber sprechen, wie wir unseren Gegner so wahrgenommen haben. Und ich schließe mich da dem guten K-Swiss auf jeden Fall mal an. Und das habe ich ja auch hinterher gesagt. Gladbach hatte mit einem Mann mehr schon mehr Ball und mehr vom Spiel, finde ich. Aber Gott sei Dank haben die das echt schlecht ausgespielt, oder? Amen. Ja. Toxi, ich wollte eben kurz nochmal einwerfen wegen dem nicht gegebenen Elfer. Ja. Mal eine andere Sicht. Und zwar habe ich mir ein Video von TikTok mir angeguckt. Ja. Und zwar war ein Ausschnitt von Didi Hamann, der halt auch meinte, dass Adeyemi den Ball gegen die Hand geschossen hätte. Oder leicht berührt hätte. Da habe ich es mir nochmal angeguckt und es könnte eigentlich ganz gut sein, dass es so passiert ist. Da, wem gegen die Hand geschossen hat? Also dass Adeyemi halt bei den nicht gegebenen Elfer
dass Adeyemi halt zuerst den Ball berührt hätte. Ja, mit der Hand oder? Ah, ja. Nee, mit dem Fuß. Ach so, dass er schneller war als der Torwart. Also, ja, dass er genau. schneller war als die Hand quasi. Genau, also, ja. Dass er mit Fuß schnell. Ja, also in der einen Szene, Astro Boy sagt Didi Hamann-Auer, Volker Racho auf ja, YouTube sagt Team Hamann 100%. Also ganz, ganz witzig, direkt die beiden Kommentare übereinander, einmal Twitch, einmal YouTube und komplett andere Meinung. Im ersten Moment habe ich das auch so wahrgenommen, dass der mit dem Fuß eher dran war. Interessant fand ich dann diese VAR-Überprüfungskameras, die sie dann eingeblendet hatten, als sie es überprüft haben letztlich. Da sah es für mich auch so aus, als wäre dann Omlin eher dran gewesen. Ich finde das super schwierig. Ja, und gerade weil die Diskussion halt einfach da ist, dass halt 50-50-Ding ist, hätte der Videoassistent nicht angreifen dürfen, weil es halt keine klare Fehlentscheidung war für mich. Ja, das ist auch nochmal so ein Punkt. Also was ist denn dann jetzt, also ist es jetzt die klare Fehlentscheidung, weil klar war Omlin mit der Hand eher dran und dann ist es die klare Fehlentscheidung und VAR greift ein? Oder ist ja. es eben diese 50-50-Geschichte, wie du jetzt sagst, Mike, so, und dann darf er eigentlich nicht eingreifen, weil er ist ja nur für klare Entscheidungen da? Ist für mich auch noch nicht so ganz nachvollziehbar, bin ich ehrlich. Ja, und das ist halt für mich, das, also das ist für mich schon ein Katastrophenfall halt von VAR, dass das halt immer noch seit wie viel existiert das schon? Seit 3-4 Jahren? Ja, also, dass mindestens. Dass es halt mindestens. Immer noch klar ist, dass wie es halt geregelt wird so. Das ist halt traurig. Das ist sehr traurig. Ganz kurz, Toxi, ich wollte mich verabschieden in der Runde und wollte noch einen Sonntag wünschen. Gleichfalls, Und fragen, nächsten Dienstag bist du ja auch im Stadion. Wo trifft man dich denn ungefähr eine Stunde vor Anpfiff? Eine Stunde vor Anpfiff würde ich wahrscheinlich gerade reingehen, vermute ich mal irgendwie. Aber da, also so knapp davor renne ich wahrscheinlich Richtung hier Fanweltgedönse, so oben da die Seite. Nord-Nordost, Eingang, tralala, renne ich wahrscheinlich eher rum. Also irgendwie so da und über die Seite gehe ich dann auch ins Stadion und von der Seite ausgehend gehe ich dann auch rüber Richtung Süd. Nee, Wurst für die tatsächlich, Freunde, normalerweise habt ihr recht und gut aufgepasst, Wurst für die, ich war schon viel zu lange nicht mehr da, aber unter der Woche fahre ich tatsächlich auch selber Auto, weil die Bahnverbindungen unter der Woche bodenlos sind und ich an dem Mittwoch danach, an dem Tag danach auch wirklich einen sehr, sehr wichtigen Dreh habe, kann ich jetzt noch nicht verraten, aber werde ich dann ab Mittwoch verraten, auch mit wem. Deswegen fahre ich Dienstag auf jeden Fall Auto für eben Champions League, aber wie gesagt, so Richtung Nordtribüneneingang und so. Ah, okay, ja, ich habe die Karte noch nicht gesehen, aber mir wurde gesagt, ich sitze so Südwest und so, deswegen ist da wahrscheinlich... Aber zumindest von da oben gehe ich rein. Also ich glaube, von da oben kannst du auch über die Süd rein. Also alles, was so Richtung Fanwelt ist, weißt du, die Stadionseite, wo auch die Fanwelt ist, da werde ich mich aufhalten wahrscheinlich. Vielleicht sehe ich dich dann, ja. Dann schönen Sonntag noch, ne? Ja, gleichfalls. Bis in die Runde. Tschüss. Alles Gute. Ciao, schönen Sonntag. Hau rein, Junge. Aber lasst uns doch mal bitte wirklich zurück zu den Gladbachern kommen. Die haben ja dann in der 36. war es über Wöber und eine Standard den Anschlusstreffer erzielt. Und ich habe 2 Sekunden vorher kommentiert gehabt: Junge, bitte keinen Anschlusstreffer. Die können Ecken schießen. Bitte aufpassen. Und der Mann kommt rappelfrei zum Kopfball. Wie viel Angst hattet ihr, dass es jetzt nochmal kippen könnte? Ja, also ich hatte sehr große Angst, ne? Nachvollziehbar, weil gerade bei so 1-2-1, wo es halt das 2-1 passiert ist, so, da hat man bei BVB-Spielen oft gesehen, dass dann der BVB einsackt und halt solche Spieler dann hergibt, ne? Und im Übrigen gerade Riesenchance für Bayer Leverkusen, wollte ich nur mal kurz anmerken. Oh, okay. Ich würde noch mal was anderes anmerken bei der Ecke. Ja. Also jetzt mal abgesehen von Brandt, ich weiß jetzt, also unsere Standardschwäche ist ja sowieso bekannt. Aber ist wobei, es die geht doch mittlerweile fast, oder? Da muss ich dich direkt nochmal fragen. Es geht ein bisschen besser, oder? Also ich finde, je nachdem, man muss ja auch immer im Nachbetracht gegen Mainz im Hinspiel, davor gegen Bayern, wie oft wir Standard-Gegentore bekommen. Oder danach, wenn die Ecke scheinbar geklärt scheint und dann der Ball nochmal reinsegelt. Unsere Mannorientierung, wie in dem Fall Brandt, ist wirklich grauenvoll. Jo. Ja, die Mannorientierung wird es bei den 2-1 mal definitiv besser lösen können, das sehe ich auch so. Ja, gegen Bayern auch, gegen Upamecano, da das Thema mit Schlotterbeck. Also jedes Mal ist es immer einer, der entwischt und genau diese Person köpft dann wirklich frei ein. Ja. Also, was wir da verteidigt haben, war, keine Ahnung, kein Raum, kein Mann, kein Gegner, kein gar nichts.
Ja. Und wie du richtig sagst, Tom, achtet gerne mal darauf, wenn wir so Situationen haben, wie viel Blicke unserer Spieler wirklich nur in Richtung Ball gehen, ne? Und gar nicht das Geschehen im Blick haben. Das ist Wahnsinn. Das ist ja zum Beispiel auch nochmal das Ding, Hinspiel Atletico, bevor das 1-0 dann fällt durch De Paul. Emre Can macht einmal, wohlgemerkt einmal vorher, diesen Schulterblick und scannt dadurch mal so ein bisschen seine Umgebung. Das macht er genau in dem Moment, aber danach gar nicht mehr. Der weiß auch, also auch das ist immer noch mein Call, das hätte der einfach mal mit Umgebung checken, was passiert denn um mich herum, so wie hätte der das verhindern können. Und so ist also es bei den Ecken auch. Also Thema Standardschwäche, also alleine im Hinspiel gegen Atletico, das eine Ding von Witzel, was fast reingeht, das Tor von von De Paul auf jeden Fall, dann da nochmal davor, wie man das auch dann zustellt, ist dann auch mal eine andere Frage mit Emre Can, aber auch der Freistoß dann, wo Kobe den hält. Riasson, wenn man da mal die Zeitlupe anguckt, er schaut auf den Gegenspieler, aber bleibt stehen. Ja, ja. Und da frage ich mich dann ab einem gewissen Zeitpunkt natürlich, klar, die Männer davor müssen den Ball auch schon irgendwie klären, aber es ist jetzt mehrere Male so, dass auch wieder jetzt gegen Gladbach, der Mann bleibt konstant stehen, obwohl er ihn sieht. Aber glaubt ihr denn bei solchen Geschichten, wenn du so eine Zuordnung hast, angenommen du hast jetzt einen anderen Trainer, ein anderes Trainerteam, was irgendwie die Inhalte anders vermittelt, meint ihr, das ändert dann schon so signifikant was oder so? Weil das haben wir ja schon vor lange so, ne? Ja, also ich bin auch der Meinung, das liegt halt auch am Spieler selber, ne? Wegen ja. Spielintelligenz und so weiter. Wie du halt schon sagtest, wir das Spiel, also Spielfeld halt beobachten, hat auch viel mit dem Spieler zu tun, nicht nur wegen dem Trainer auch oder wegen dem Trainerteam, auch generell wegen den Mitspielern einfach, ne? Dass die halt nicht, dass die halt nicht so sehr gucken, so, okay, wo sind die ganzen Gegenspieler und so, wie bei Ecken zum Beispiel. Also ich würde das nicht nur am Trainer ausmachen, sondern halt 60% an den Spielern und 40% vielleicht an den Trainer. So ja. Sehe ich das. Oh, wobei, da gibt es eine kleine Sache, die würde ich anmerken. Und zwar, wir reden ja immer so häufig über Leverkusen. Wenn du Leverkusen Standardsverteidiger mal genau drauf achtest, es gibt zwei Varianten bei Leverkusen. Entweder steht einer hinten am Pfosten oder zwei Stück stehen kurz am Pfosten, sodass genau sowas nicht passieren kann. Der Ball kann niemals vorher am ersten Pfosten verlängert werden oder geschweige denn sofort reingeköpft werden. Der erste Pfosten ist bei Leverkusener Standards immer zu. Ja, muss man mal drauf achten. Also auch nächste Woche gegen uns muss man auch einfach mal drauf achten. Deswegen, Leverkusen hat auch kaum bis gar keine Gegentore durch Standards bekommen. Ja, da kommt auch die Frage von Dirk gerade, wofür hat man denn Taktiktrainer? Ja. 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 Aber trotzdem bin ich auch bei dem Call von Mike, der da irgendwie sagt, so auch die Verantwortung ist natürlich auch bei dem Spieler selber, ne? Also, was mache ich wann und was mache ich wie? So, das ist zum Beispiel auch, ne, wenn da jetzt Terzic nochmal das Adeyemi-Ding aufgegriffen, auch in Richtung Adeyemi appelliert, dann würde ich auch sagen, die Hauptverantwortung bei dieser Vermeidung der Gelb-Roten liegt erstmal bei dem Spieler selbst. Ja, und dann kann aber natürlich auch der Trainer eingreifen, indem er sagt, pass mal auf, ich traue dem Braten hier nicht, ich switch mal um und nimm den mal runter oder sonst irgendwas. Wobei es natürlich auch Quatsch ist, im Nachgang irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen, weil der Drops ist dann eh gelutscht. Das sollte dann nur irgendwie fürs nächste Mal andiskutiert werden, wie man es dann vielleicht besser machen könnte, ne? Ja, das stimmt allerdings, ja. Weil das muss so sein. Ja, einfach die Lernkreise ziehen. Im Übrigen gibt es jetzt dann auch gleich eine Standard für Leverkusen selbst. Also nicht gegen Leverkusen, sondern für Leverkusen. Ja, im Übrigen, aber Bremen hält da auch ein bisschen gegen. Also um da mal kurz auch ein bisschen die anderen Themen reinzunehmen, weil das Spiel läuft ja wie gesagt schon und ich habe es auf dem Handy einfach mal laufen. Aus dem Standard passiert jetzt mal nichts. Nö. Eine Sache, ja. Eine Sache hätte ich nochmal zum Spiel gestern. Ja, und zwar auf jeden Fall, richtig so. Gladbach. Und ich will jetzt mal auf unsere Sechser-Problematik hier erstmal eingehen. Ja. Weil als selber jemand und jeder, der mal Fußball gespielt hat und eine feste Position hatte, kennt das. Ich würde einmal die Frage
hier in dem Discord stellen und dann an den Chat. Wie fandet ihr gestern Sally Özcan? Und dann würde ich da gerne was zu sagen. Also, dann... Ich habe nicht gesehen von ihm. Also, für mich kam er nicht so präsent rüber. Weil für mich ist, es gibt immer geführte drei Arten von Sechsern. Und Sally Özcan ist halt genau das, was er früher bei Köln gespielt hat, und zwar Zerstörer. Er hat nicht den Körper wie damals ein Sven Bender, aber das, was er hat, ist einen unfassbaren Willen. Und wenn man das mal auch im Atletico-Hinspiel sieht, als er eingewechselt wurde, er hat drei Aktionen, wo er dreimal stark den Ball erkämpft. Er ist nicht der Beste am Ball, aber er ist unfassbar stark in der Rückwärtsbewegung, auch gegen Leipzig, wo wir einmal weniger sind. Und wenn man mal ein bisschen darauf geachtet hat gegen Gladbach, das Zentrum, da wo sie auch häufig manchmal drüber spielen, war komplett zu, weil einfach die Doppel-6 oder 6er und 8er mit Sabitzer und Özcan viel, viel besser kombiniert, weil Sabitzer viel, viel mehr Raum hat, viel, viel mehr Zeit hat, seine Technik besser ausspielen kann, weil er weiß, er hat zu 1000% einen im Rücken, der seine Drecksarbeit leistet. Ja gut, das muss ich da mal beobachten. Dann. So ich selber hatte das Atletico-Spiel halt nicht gesehen. Und gestern Özcan, wie gesagt, habe ich ihn halt auch nicht so viel von ihm gesehen, aber wenn ich halt deine Meinung so höre, dann müsste ich mir selber mal nochmal genau angucken. Dann, so. Ist vor allem, vor allem schlüssig, ja. Aber mach du erstmal. Also er kommt mir halt zu oft schlecht weg, weil das Thema ist, er wurde damals auch geholt als Zerstörer. Er war derjenige, neben Emre Can wurde immer als spielerisch starker Sechser dort hingestellt und Özcan in schweren Spielen, wie auch damals, als wir gegen Sevilla im Hinspiel gespielt haben, wo Bellingham noch da war, wo wir 1-1 gespielt haben. Er ist immer derjenige, der die Drecksarbeit leistet, wie früher Sven Bender selber. Brauchen wir gar nicht drüber reden, er ist nicht der Beste am Ball. Aber dieser Wille, dieser Kampfgeist ist unfassbar, den er hat. Und der auch im Training, wer am öffentlichen Training schon mal da war, der schmeißt sich immer rein, der versucht immer die Leute zu motivieren und vor allen Dingen ist er positionsgetreu und bleibt auf seiner Position stehen und nicht wie Emre Can, der dann auf einmal auf der Außenseite auf einmal ankommt, wo ich mir denke, ey, klar, du kannst es machen, aber Kernposition ist 6. Mach du erstmal. Aber wieso spielt denn Emre Can denn immer? Das versteht denn aber auch nicht. Also Kapitän. Das kommt mir manchmal in den Kopf rein, warum Emre Can denn immer spielt, anstatt Özcan. Außer gestern. Also, ich finde persönlich, dass... Der von Terzic, glaube ich. Ja, Das ist ja eigentlich eine Trainerentscheidung, eigentlich, oder? Wenn ich das so richtig sehe, ne? Ich finde, wenn du im Özcan einen spielstarken, also eine Person nebensetzt, die den Ball nach vorne tragen kann, dann ist er, glaube ich, sogar eine bessere Alternative als Can, mir persönlich. Weil ich finde, der einzige Mangel, den er hat, ist, dass er den Ball nicht nach vorne kriegt. Wenn du da jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt mit Brandt und Reus spielst und den als Sechser hinstellst und die haben die Verantwortung, den Ball nach vorne zu bringen, ich glaube, dann ist es viel besser als irgendein Can oder Sabitzer-Ding oder sowas. Also wer das für mich noch kann, ist eher Sabi. Auch mal einen Ball über, weiß ich nicht, ein paar 10 Meter, 15, 20, 30, 35 mal wirklich zu schleppen. Ne, das traue ich ihm schon zu. Ich habe jetzt gerade auch nochmal bei dieser ganzen Sally Özcan-Can-Diskussion auf den Chat geguckt oder auf die Chats geguckt vielmehr, die aber auch gesagt haben, also ja, weder gut noch schlecht, aber eher so der Tenor ein bisschen positiver auch, wie Fabian das gerade gesagt hat, so positiver als als Emre Can bei Özcan oder kommt er weg. Ja, Problem, also wahrscheinlich haben wir wirklich das Problem neben ihm. Ja, ne, wenn man ihm zur Seite stellt, weil ja, ein Sabitzer kann das für mich in meinen Augen noch am ehesten so den Ballverteiler beziehungsweise auch den Balltreiber machen, der mal einfach Meter mit Ball macht. Aber auch nicht ansatzweise im Verhältnis zum Beispiel zu dem Bellingham, wie der das gemacht hat bei uns. Dieser wirkliche Box-to-Box-Spieler, der da wirklich vom eigenen 16er bis zum gegnerischen 16er teilweise einfach wie ein Messer durch warme Butter einfach durchmarschiert ist. Das dann natürlich auch nicht, ne? Aber ja, da war auch schon extrem stark der Bellingham, ne? Muss man dazu sagen. Ja, also sonst war herausragend. Ja, sonst glaube, Spieler, ja, mach du ja, erst mal was. Ich sagte gerade, so ein Spieler kriegen wir nicht mal so schnell wieder. Mhm. Wie Bellingham.
Nee. Also das hört sich doof an. Aber ich glaube ganz offen und ehrlich, dass wenn ein Matcher wirklich, und das merkt man bei dem immer wieder in Spielen wie gegen Heidenheim im Hinspiel, wenn du dem ganz klar den Auftrag gibst, du bist der Spielgestalter, arbeite mit nach hinten, aber du bist hier nicht gezwungen, immer voll und ganz gegen den Mann zu arbeiten. Weil wenn Emre Can neben ihm steht, das hat man immer gesehen, der ist gegen den Mann leider noch zu schwach im Zweikampfverhalten, obwohl er eigentlich so ein Bär ist. Und wenn der mal öfters die Möglichkeit hat, wenn er weiß, jo, hinter mir ist einer, der im schlimmsten Falle die Drecksarbeit leisten kann, der ist ja so ein Box-to-Box-Mittelfeldspieler, der kriegt das hin. Nur der muss halt mal dieses Gefühl bekommen, dieses Vertrauen, ey, ich kann jetzt ja auch einfach mal zeigen, was ich fußballerisch kann. Und das hat er mit Can irgendwie nicht, was finde ich zum Beispiel. Ja, Felix Metscher, immer noch mein Call. 100% bin ich bei dir. Ja, das Ding ist aber auch, man hat auch so das Gefühl bei den BVB-Spielern, wer hat denn so das Vertrauen gegenüber dem Trainer? Ne? Also ich habe so das Gefühl, wenn wir zum Beispiel jetzt über Reus reden, so, ne, wenn sich die Spieler so angucken, ja, was machen die jetzt mit dem Reus, ne? Oder halt auch Adeyemi selber, ne? Oder Moukoko oder sowas, oder welchen Spiel jetzt auch immer. Viele Spieler haben so nicht den Vertrauen gegenüber dem Trainer. Bei Nur Gittens zum Beispiel ist auch ein guter Call, finde ich. Der hat verdammt gut gespielt. Immer wenn der gespielt hat, hat er verdammt gut gespielt. Und der kam jetzt erst in die Startelf rein. Ja, weiß ich nicht. Also, ja, Entschuldigung, wenn ich da nochmal reingrätschen muss. Also, aber bei Nur Gittens, der ist mir noch einfach zu, wie soll ich, kann man am besten sagen, einfach zu ungestüm. Der rennt manchmal rinnen in die Leute, hat den Kopf nicht nach oben und weiß manchmal nicht, wo er hinstehen soll. Und dann kommen da viele Fehlpässe raus und das ist mal schwierig. Das ist genauso wie bei Adeyemi, genauso gleiche. Er ist auch mal einer, der rennt mit dem Kopf gegen die Wand und dann verlieren wir die Bälle halt sehr schnell, ne? Ja, Adeyemi ist halt ein Ding für sich. Also für mich hat er so, also für mich gibt er so das Gefühl, so, der hat schon so eine gewisse Star-Attitüde entwickelt, so. Was er meiner Meinung nach noch nicht verdient hat. Ne, Vielleicht ist er ja auch nur am Alter gelegen oder vielleicht ist er einfach noch zu jung. Man weiß ja nicht, ne? Sag mal so, geben wir die Leute einfach mal nur so 2-3 Jahre Zeit oder so und sich noch ein bisschen weiterentwickeln. Lass die mal ein bisschen älter werden oder irgendwann, denke ich mal, da werden sie wieder rinkommen, richtig. Ja, aber jetzt ist einfach noch zu früh, sag ich einfach mal so, wie es ist. Ja, ich hoffe, dass Adeyemi sich auch weiterhin noch entwickelt, reifer wird in seinen Situationen, die er halt hat. Und halt aus dem Fehler lernt, zum Beispiel jetzt mit unnötigen Klammern. Sowas hat mich selber extrem aufgeregt. Und Die Fouls, die waren ja wohl unnötig gewesen. Die hätte man nicht so begehen müssen, also, ne, sagen wir mal so. Also, wenn er vielleicht nicht am Ball rankommt oder so, dann muss er eben warten, bis ein Svetermann kommt, dann können sie den vielleicht so Svet abdecken oder so, ne? Ja, das wäre ja in Ordnung gewesen. Also, Angie sagt zum Beispiel gerade zu Gittens, der ist noch nicht vielseitig genug, beziehungsweise, das hat Onkel Xal auch gerade bei Twitch reingeschrieben, er versucht halt auch teilweise immer noch die gleichen Sachen und rennt sich damit fest. Chat ist auch gerade so ein bisschen, die Bank war schon gerechtfertigt. Dirk hat auch reingeschrieben, ist kein Startelf-Spieler. Ich finde ihn tatsächlich bisher von der Bank auch noch stärker und dennoch gestern natürlich eine Option gewesen, wobei auch den Call gehe ich mit, den ich im Chat gerade eben gelesen habe, ein Sancho, Stefan hatte das glaube ich reingeschrieben, ein Sancho war mit 19 weiter als ein Beino Gittens das jetzt ist, würde ich auch so sehen, dass der noch eine andere Anlage einfach hatte, ein Jaden als jetzt. Jamie, trotzdem finde ich auch, gestern hat er das nicht so schlecht gemacht als Startelf-Spieler. Ich meine, es ist schon immer keine Option gewesen, weil krank. Mal gucken, wie es weitergeht oder nicht. Und im Übrigen gibt es jetzt eventuell gleich den Elfmeter für Leverkusen. Schiri rennt gerade raus und guckt sich das an. Okay. Mhm. Bei welchem Spiel eigentlich? Ja, aber mach mal. Nee, mach du, John. Ja, mach mal. Okay, bei welchem Spieler hättet ihr denn jetzt die Hoffnung oder vielleicht das sogar das Vertrauen, dass er den Unterschied machen könnte gegen Atletico? Oder hätte ich einen. Aber der ist leider noch nicht weit genug dafür.
Weil wenn du Mainz am letzten Spieltag gesehen hast, damals als Julian Brandt und Daniel Mahlen rausgegangen sind, also es tut mir leid, aber der einzige Grund gefühlt, warum wir noch irgendwie rangekommen sind an Mainz, war wirklich Duran Will. Also wer den im Stadion live gesehen hat, was der da kann, das ist Hammer. Der wird irgendwann ein Ausnahmespieler sein, wenn der fit bleibt. Angeblich hat er bis 27 verlängert. Hat vorhin irgendjemand in den Chat geschrieben, ich habe das noch nicht verifizieren können. Kann das jemand sagen? Im Übrigen gibt es gerade Elfmeter für Leverkusen. Ja, er gibt ihn und Boniface steht bereit. Ja, dann macht ihn. Ja. Wollen wir den, jetzt pass auf, der Unterschied ist, Sebastian Haller verschießt seinen Elfmeter im entscheidenden Spiel und Bayer Leverkusen trifft 1-0 Boniface. Mhm. Zack, drin ist er. Ja. Aber es gab noch keine Zögerei vorher. Das könnte jetzt spannend werden und damit könnte dieser finale Schritt gegangen sein. Und die, 20 Fans, und die 20 Fans im Stadion, die rasten völlig aus, du. Nein, aber es sei denen ja gegönnt, mein Gott. Es sei ihnen ja gegönnt. Ja, natürlich, safe. Also, die haben ja so eine geile Saison. Wenn sie ja Glück haben, werden die halt auch in der Europa League umgeschlagen, ne, so wie Liverpool spielt. Also, muss man sagen. Alles besser als Bayern, Leipzig und Schalke. Also, die können nicht gerade sagen. Die können gerne jetzt heute alles holen. Die können gerne die Meisterschaft holen. Ja, und bitte nur eine Sache. Besoffen sein. Lass die bitte keine unbesiegbare Saison spielen, weil ich möchte, dass Arsenal die einzige Mannschaft bleibt, die sowas hat. Und ich möchte die nicht mit einer goldenen Meisterschale auf einmal da rumflitzen sehen. Das kann ich nicht dann sehen. Tut mir leid. Ja, aber das haben wir ja nächste Woche in der eigenen Hand, ne? Ja, deswegen. Oh, bitte. Bitte nicht. Also da natürlich, dass es nicht passiert, weil wir müssen natürlich Leverkusen schlagen, Punkte zu holen, das ist ja klar. Aber wird aber schwierig, ne? Das wird schwierig. Da werden wir uns aber die nächsten Tage natürlich nochmal intensiv mit befassen mit Bayern 04 Leverkusen. Aber nochmal mit dem Blick auf gestern. Dadurch, dass ja auch RB gewonnen hat, ne, und das relativ souverän gegen Wolfsburg, die ja eventuell die Wolfsburger nochmal da unten reinrutschen dann, das könnte spannend werden, hat sich ja der Hasenhüttl auch geäußert und hat irgendwie gesagt, also so erhältst du keine Klasse, brennt der Baum auch weiterhin in Wolfsburg trotz Trainerwechsel. Mussten wir ja gewinnen. Wie sieht es bei euch aus? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil ich habe das gestern schon mal so ein bisschen rausgehauen, wie es bei mir ist. Ich persönlich bin momentan in einer Saisonphase, wo ich sage, inhaltlich scheißt der Hund drauf, ist mir völlig wurscht. Mhm. Hauptsache, wir holen diese Ergebnisse, damit wir das für uns irgendwie wuppen. Wollt ihr auch jetzt gerade noch inhaltlich eigentlich guten Fußball und eine gewisse Entwicklung sehen oder sagt ihr irgendwie, diese Entwicklung werden wir einfach nicht mehr sehen und ist mir gerade wurscht, ich will auch nur noch die Ergebnisse, wie ist eure Gefühlslage im Rest der Saison gerade mit dem Sieg gestern, über den wir uns trotzdem erfreuen können? Na, dann mache ich mal den ersten Fall. Ja, Adler Auge, fang gerne an. Also, pass auf, ist relativ einfach für mich. Ich habe irgendwann festgestellt, in der Saison spielerisch geht bei uns nichts groß voran. Also, ne. Und dann irgendwann ist der Punkt da, dass das nichts wird. Das kannst du auch nicht mehr irgendwie aufholen, rausholen, wie auch immer. Du bist irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, wir gewinnen die Spiele, egal wie, Punkte. Wir werden nicht mehr die Sterne vom Himmel spielen. Das ist vorbei. Entweder du hast am Anfang den Flow, wie sie Stuttgart und Leverkusen, und das läuft wie das Messer durch die Butter. Oder du hast ihn nicht und musst eben Sachen harter kämpfen. Aber deswegen ist auch mein Call Hauptsache 3 Punkte, egal wie. Genau. Ja, die Saison einfach so viele Punkte wie möglich. Und dann halt in der Sommerpause halt das nachholen, was halt schlecht war, jetzt die Saison. Und ja, ich stehe voll zu deinem Punkt. Also ich würde jetzt immer von meiner Sicht auch sagen, für mich ist die Saison auch so ein bisschen gelaufen, also weil es spielerisch nicht mehr wirklich läuft. Ich hoffe, man qualifiziert sich noch irgendwie für die Champions League. Und was auch meine weitere Hoffnung für die nächste Saison ist, dass die Sommerperiode einfach besser benutzt wird und einfach die Transferpolitik geändert wird. Also ich persönlich würde sagen, einfach die Punkte jetzt mitten holen, vielleicht dafür irgendwie sorgen, dass die Talente mehr zu Einsatz kommen. Und im Sommer musst du 3 Dinge machen, Terzic raus, neun spielstarken Sechser holen und Ian Marzen und Sancho hoffentlich holen, weil das sind die einzigen, die halbwegs gut bei uns spielen, außerhalb von Kobel. Und die dann im Sommer wieder gehen zu lassen, also was heißt gehen, wir haben sie ja nicht verpflichtet, das würde mir persönlich auf jeden Fall sehr wehtun. Ja, ich glaube, Sancho werden wir nicht holen können. Also da, es ist so schwer, ne, wegen United auch.
Das ist eigentlich mit drin, das ist jetzt noch angezählt oder nicht mehr? Das habe ich jetzt nicht so im Kopf. Ten Hag weiß ich auch nicht, wie da momentan der Stand bei United ist. Ja. Das ist halt so das Ding, also wenn halt Ten Hag geht und neuer Trainer kommt, dann wird Sancho wieder zu United gehen, glaube ich. Also. Okay. Na, nee, glaube ich eher weniger. Also ich denke mal, unser Donny Marlin wird bestimmt gehen und denke mal von dieses Geld von Donny Marlin, was wir für Donny Marlin kriegen, werden wir Sancho verpflichten, denke ich mal. Da bin ich total gespannt. Ja, das ist echt ein Hoffenheim, man, ne, so. Weil ich denke mal, Donny Marlin hat ja auch keinen Bock mehr so richtig auf Borussia Dortmund. Nee, sein Blick auch so wurde eingewechselt worden ist, also seine, ne, der hat auch keinen Bock mehr auf Dortmund. Also. Ich sag mal so, ne, wenn du da vorne ganz alleine stehen tust und hinten die ganze Zeit du Mauern tust, also der irgendwann hätte ich auch keinen Bock gehabt mehr, ne, so, sagen so bitte. Also. Und dazu hätte ich auch noch was. Wie bitte? Dazu hätte ich auch noch was, was das Thema Bock auf Borussia Dortmund angeht. Ja. Wenn man mal über die ganze Saison und auch über die letzte Saison mal ein bisschen unter die ganzen Thesis-Saisons einfach mal drauf achtet. Ist euch das mal selber aufgefallen, dass jedes Mal, wenn ein Spieler die Klappe aufmacht, egal ob es ein Reus war, egal ob es ein Hummels war, egal ob es ein Schlotterbeck war, er wird konstant erstmal auf die Bank gesetzt, damit er ruhig gehalten wird? Ja, ja. Bei Mats Hummels war das in der Winterpause, er macht den Mund auf, er sitzt auf der Bank. Bei Marco Reus, er macht den Mund auf und ich muss mal kurz, jetzt mal Identifikationsfigur hin oder her. Er ist statistisch unser bester Spieler, der immer das 1:0 gemacht hat. Und spielerisch ist er immer noch, und er ist immer noch einer der besten Spieler in der Bundesliga von mich, was er technisch kann. Meine, und wir haben mit dem Ball nicht mehr viel zu tun, gefühlt. Das stimmt. Fabian? Also ich meine jetzt zum Beispiel bei Marco Reus, der wurde jetzt zwar fast nur eingewechselt, aber ich kann mich jetzt persönlich nicht daran erinnern, wann er wirklich schlecht gespielt hat, wenn er eingewechselt wurde. Also klar, er hat nicht immer gut gespielt und auch nicht immer so gespielt, wie er paar Jahre früher gespielt hat, in seiner Prime, aber er hat auch nie wirklich schlecht gespielt. Klar, er hat super Konkurrenz auf seiner Position mit Brandt, aber trotzdem muss er viel mehr Spielminuten bekommen. Also, ja, das sehe ich auch zumindest, so. Zumindest, das tut auch mal Dortmunder Herz weh, ne, zu sehen, wie der halt auf der Bank, ne, guck mal, der hat so viele Vereine abgesagt für unseren Verein, ne, und es tut mir im Herzen weh, wie er umgegangen ist. Wie mit dem umgegangen wird. Also, das ist also Gesicht im Tee fragt die Gegenfrage, wann hat Reus denn mal gut gespielt? Stimmt, also die Gegenfrage ist berechtigt, die kann man stellen. Er ist nicht mehr der Schlüsselspieler, ne, der jetzt jede Situation dominiert, das würde ich schon auch sagen, ist ja auch legitim. Er ist vielleicht dem Alter geschuldet und so weiter und so fort. Aber es ist doch schon so, dass er helfen kann. Und ja, Kondition Reus, also mache ich mir keine Gedanken, weil das finde ich tatsächlich gerade super wichtig bei ihm. Müsste einfach mal darauf achten. Vielleicht hat er den offensiven Impact nicht mehr so möglich, aber diese Steals von ihm, wie oft er noch mit zurückarbeitet und vor allen Dingen, wie clever er mit zurückarbeitet, um da wichtige Bälle zu gewinnen, das tut er schon und das ist auch super wichtig. Und ich glaube schon, dass, wenn er mehr Minuten sammeln würde, er im Vergleich zu anderen nicht komplett abfallen würde, er aber auch mit gewissen Attributen, die er einfach damit bringt, immer noch ein Mehrwert sein kann für Borussia Dortmund, ne? Ja, das auf jeden Fall. Definitiv. Und auch nochmal Thema Verlängerung, ne, weil ich eben gelesen habe, auf jeden Fall verlängern mit ihm. Auch da würde ich nochmal differenziert drauf gucken wollen. Es kommt drauf an, mit welchen Umständen. Also ich würde auch einen Reus nochmal auf einer ganz, ganz klar erweiterten Kaderposition verlängern, aber dann halt auch wirklich mit dem Gehalt einer ganz, ganz klar erweiterten Kaderposition, sprich, was soll er jetzt irgendwie kriegen, nachdem er Abstriche gemacht hatte von 12 runter auf irgendwie 6, 7 oder was? Ja. Ne? Und ich würde tatsächlich sagen, yo, wenn du jetzt auch nochmal mit 2 zufrieden bist, ja, dann lass machen, weil du bist dort mal der Junge, du hast vielleicht Bock und ganz ehrlich, auf die 2 Millionen kommst du jetzt eigentlich geldtechnisch auch nicht mehr unbedingt an, wenn du ganz ehrlich bist. Ist immer noch gutes Geld und du willst noch ein bisschen zocken und du bist immer noch bei uns und du bist immer noch wichtiger Teil des Ganzen. Dann kannst du das machen. Sagt er jetzt aber, nö, aber bei 6, 7 bleiben wir dann schon. Ja, dann würde ich auch nochmal sagen, ja, lass uns neu sprechen und das nicht unbedingt zu deinen Gunsten. Ne? Es geht mir bei Reus um nochmal was anderes, weil klar, er wird auch immer an Toren und Vorlagen gemessen. Aber was Marco Reus kann, wie kein anderer Spieler, der hat eine Spielintelligenz. Ja, ja, die hat er. Die Räume, die er reißt, mit dem, wie er läuft. Bei Köln, da das Rückspiel,
wenn man mal auf das Moukoko-Tor achtet, welche Räume er zieht, jedes Mal. Also er zieht Räume, die für andere offen sind, deswegen machen wir teilweise auch so viele Tore. Es geht nicht prinzipiell immer um Tore und Vorlagen, die er selber macht, sondern einfach diese Spielintelligenz, dieses Zurückarbeiten, was man bei Brand teilweise so oft vermisst. Er bringt so viel mit, was man nicht immer an Toren und Vorlagen messen muss. Zumal wenn er halt auf dem Platz ist, dann zeigt er trotzdem, also der hat immer noch eine Präsenz, weißt du? Wenn er auf dem Platz ist. So Erfahrung und so weiter. Da muss er nicht unbedingt Tore und Vorlagen machen, aber einfach die Intelligenz, so wie du sagtest, ne? Und halt die Erfahrung, die er halt hat. Ne? Und ich als Gegenspieler sage jetzt mal, ne, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ach, die Reus, den mache ich mal eben fertig oder so, als Abwehrspieler. Nee, ist eben nicht so. Deswegen finde ich es auch so schade, dass man mit ihm so schlecht umgegangen wird aktuell, weißt du? Ja, andere Sache ist auch nochmal, was für mich unfassbar schwierig ist bei ihm, warum man ihn nicht verlängert. Also es geht nicht prinzipiell um das, wie oft er dann noch spielt. Es geht mir prinzipiell das, was Toxi gerade eben gesagt hat. Wenn es nur noch 2 Millionen sind, aber dieser Name Marco Reus, wenn man sich die letzte Saison mal anguckt, welche Spieler denn nach Dortmund gewechselt sind, auch ein Karim Adeyemi, wo wir gesagt haben, damals, als der gekauft wurde, ey, Bombenspieler. Aussage im Interview, und ich spiele mit einer meiner Lieblingsspieler und ich kann so viel von dem lernen von Marco Reus. Und ja, wie viele Fans zum öffentlichen Training kommen jedes Mal und sagen, ey, ich möchte eine Unterschrift oder ein Foto, den zumindest mal sehen. So gut wie es geht, der hat eine Strahlkraft immer noch auf den Fußball wie kein anderer in Dortmund. Er ist einfach unfassbar wichtig. Ja. Ja, und deswegen würde ich es halt scheiße finden, tut mir leid für die Aussprache, aber das, wenn man nicht mit ihm verlängern würde, das wäre für mich. Ja, wie gesagt, es kommt drauf an. Ne? Also nur verlängern, weil es Marco Reus ist, auf gar keinen Fall. Bitte nicht, weil genau die Probleme haben wir, dass wir gewisse Sachen nicht getrennt bekommen. Man muss auch bei einem Marco Reus trennen. Ja, geile Vergangenheit, geile Identifikationsfigur, geiler Leader und auch das, was Tom jetzt gesagt hat, immer noch die Identifikationsfigur, immer noch der Fanliebling, immer noch derjenige mit einer riesen Strahlkraft. Und trotzdem muss man das der Realität entgegensetzen, sprich dem Hier und Jetzt entgegensetzen, welchen Wert hat er jetzt gerade noch wie. Und dann kann man das entsprechend vergüten und dann kann man sagen, da finden wir entweder zueinander oder eben auch nicht. Aber nur, weil es Marco Reus ist, verlängern. Würde ich auch sagen, nein, das würde ich nicht mit Hummels, das würde ich nicht mit Terzic, das würde ich nicht mit Klopp, das würde ich mit gar keinem machen. Also nur ums zu... Ja, aber das Problem haben wir und das Problem ist auch so ein Problem, was zum Beispiel in Hawatzke hat bei Borussia Dortmund. Der ist dann verbunden mit gewissen Leuten, das hat er ja damals zum Beispiel auch bei Jürgen Klopp gesagt. Den würde er nie rauswerfen, das hat er auch über Edin Terzic gesagt. Den würde er nie rauswerfen. Er hat, und es gibt Gründe dafür und ich kenne diese Gründe, er hat Gründe, warum er mit den jeweiligen Menschen so verbunden ist. Und es gibt sogar vielleicht menschlich nachvollziehbar gute Gründe, warum er mit den Menschen verbandelt ist und verbunden ist. Das finde ich gut. Dennoch hat der Grund, warum du mit den Menschen teilweise verbunden bist, nichts mit der jetzigen ergebnistechnisch orientierten Sicht zu tun. Und das musst du voneinander trennen. Du kannst super dicke sein mit Edin Terzic, Jürgen Klopp oder sonst wem und kannst sagen, yo, wann immer du willst, klingel bei mir, meine Tür steht hier immer offen. Wir können immer zusammensitzen, wir können immer quatschen, wir haben immer Zeit füreinander. Das hat aber nichts mit der Bewertung seiner sportlichen und arbeitstechnischen Situation zu tun. Und das kriegen wir nicht hin. Und das darf nicht bei Reus sein und das darf nicht bei Terzic oder sonst wem sein. Es muss auch immer auf die Situation geguckt werden. Und das ist ein Punkt, der ist momentan leider sehr schwierig. Ja, der hat halt trotzdem noch starke Werte. Außerhalb von Torenvorlagen, die halt. Ja, aber trotzdem, wenn er jetzt weiter 7 Millionen kriegen würde, weil er sagt, Beispiel, unter dem mache ich es nicht mehr, dann hätte ich persönlich auch Schwierigkeiten damit. Ja. Ich bin ja auch unter Meinung, irgendwann muss man auch mal einen Schlussstrich ziehen zwischen Marco Reus und Mats Hummels. Irgendwann brauchen wir auch mal wieder neue Spieler, davon mal abgesehen auf der Position. Ne? Die können ja nicht ewig bei Borussia Dortmund spielen, ne? Ja, ich würde halt gerne Marco Reus doch behalten, einfach als Vorbild für andere junge Spieler. Das ja. Ne? Also als Vorbild, aber dann, so wie Tom gerade eben gesagt hat, hat er irgendwie noch so und sagt, komm hier für die Million oder zwei kicke ich noch und der BVB sagt, ja komm, also wir sparen nochmal deutlich Gehalt und haben vielleicht dann auch nochmal dieses Zugpferd Marco Reus dabei, der sich weiter mit dieser
weniger werdenden Rolle identifiziert oder so. Natürlich ist das alles hätte, ne? Sagt Greifswalder 09. Natürlich ist das Spekulation, natürlich ist das müßig und einfach mal ein bisschen Glaskugel gucken. Aber unter der Bedingung würde ich auch sagen, auf jeden Fall, ja. Ich würde noch mal eine andere Personalie ansprechen, weil wir hatten das Thema gerade eben mal Identifikationsfiguren. Und ich werde mich jetzt vielleicht ein bisschen angreifbar machen, Wechsel leider im Sommer war. Aber Rafael Guerreiro, 8 Jahre Borussia Dortmund, einer der besten Spieler, die wir letzte Saison hatten, vielleicht sogar der beste. Und der unser komplettes Offensivspiel geprägt hat, weil er immer im Zentrum war, er war immer anspielbereit, in meiner Sicht. Und das, was wir in dieser Saison unfassbar, was uns fehlt, ist ein Spieler, der den Ball haben möchte. Auf der Sabitzer-Position, was wir gerade eben versuchen, mit Ian Maaßen irgendwie zu kompensieren. Weil jedes Mal, wenn man das sieht, Ian Maaßen rückt immer ins Zentrum. Das ist genau der gleiche Schuh, den Rafael Guerreiro gespielt hat letzte Saison. Und den hast du nicht kompensiert bekommen. Und klar, er ist nicht der Lauteste auf dem Platz. Er hat auch nicht immer die vollste Leistung gegeben. Aber er war ein Spieler, wenn der den Ball bekommen hat, er wusste immer, was damit zu machen. Und dadurch haben wir halt auch unsere Torchancen kreiert. Und der fehlt diese Saison. Unfassbar. Und torgefährlich war er noch. Ja, das nochmal nebenbei. Ja, das ist halt auch die nächste Frage. Wen willst du denn als Borussia Dortmund dann einen Transfersommer halt holen? Das ist halt dann auch die Frage, die dann halt kommt, ne? Wie du halt diese Position besser, sag ich jetzt mal, ersetzen kannst. Wen würdet ihr denn vorschlagen als neuen Trainer, also als mögliche Option? Weil ich habe jetzt häufiger gehört, dass ihr, wie auch ich, nicht wirklich überzeugt seid von Edin Terzic. Ja, lasst uns das Trainerding. Ja, auf jeden Fall den Schleifer zurück. Lasst uns das Trainerding gleich nochmal hinten anstellen und das Guerreiro-Ding nochmal einmal kurz besprechen und dann können wir gerne auf das von John nochmal eingehen. Thema Guerreiro bin ich fußballerisch bei dir, definitiv. Aber du sagst es gerade eben so richtig schön. 8 Jahre Borussia Dortmund. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist einfach mein Call und das hat jetzt nichts mit der rein fußballerischen Komponente zu tun, weil da war er über jeden Zweifel erhaben. Haben ja auch die Mitspieler immer gesagt, einer der besten Kicker bei uns im Kader, wenn nicht sogar der qualitativ beste Kicker. Aber für 8 Jahre Borussia Dortmund, war der denn für euch Identifikationsfigur? Ich konnte mich selten bis gar nicht mit Guerreiro identifizieren, weil ich nie das Gefühl hatte, dass der für mich Borussia Dortmund ist. Dafür war er aber lang bei uns. Ja. Das ja. Ich würde die Kabine ansprechen. Weil wie oft hast du gehört, dass die Kabine unfassbar wichtig ist und dass Rafael Guerreiro, egal ob es der lustigste ist, aber er hat immer auch die Kabine zusammengehalten. Wie oft hatten wir denn Probleme in der Kabine, wenn mal jetzt irgendwas war, was wir mittlerweile von dem, was man in den Medien hört, gefühlt jede Woche irgendwas Neues haben? Ah, so richtig die Kabine zusammengehalten hat auch der nicht, kann ich dir sagen. Guerreiro kann ich mir jetzt auch nicht so vorstellen, dass er die Kabine zusammengehalten hat. Hat er auch nicht. Also. Hätte er vielleicht gerne, aber hat er auch nicht. Aber Kabine ist tatsächlich nochmal ein Thema für sich. Ja, also Identifikation, ich meine, Sebastian Kehl, ne, um das Thema zuzumachen, hat es ja mal gesagt, also wir wollen mehr wieder Spieler holen, die Identifikation mit dem BVB leben und da fehlt es mir momentan so ein bisschen. Ja, ich weiß, der Fußball entwickelt sich weg von Identifikation, der Fußball entwickelt sich hin zu einem noch viel schnelllebigeren Geschäft mit Geldverlockungen und mit, keine Ahnung, ich streike mich irgendwo weg und ich bin eine Ich-AG und gucke, dass ich Social Media mache und bin dann quasi auch nicht nur Fußballer, sondern Influencer und verdiene vielleicht über Influencertum mit einer riesen Reichweite nochmal mehr Geld oder ähnlich viel wie mit dem Fußball selbst. Ja, warum soll ich denn dann viel für den Fußball noch geben, wenn ich doch damit vielleicht, weil ich mein Privatleben begleite, ähnlich viel Kohle mache? Ich denke mal, das wird ein Punkt bei Adeyemi und Loredana sein und das ist kein auf die Einschießen, sondern das ist einfach Fakt, weil seine Partnerin einfach selber völlig im Rampenlicht steht und eine riesen Reichweite und Community hat. Das heißt, das befeuert die natürlich, wenn die ihr Privatleben in die Öffentlichkeit zerren. Dafür gibt es auch noch gutes Geld. So, da hast du auch den Interessenskonflikt ja, zum Fußball. Warum soll ich denn jetzt alles für den Fußball geben, wenn es noch andere Möglichkeiten gibt? Das ist einfach so, damit muss man umgehen lernen. Aber es muss doch möglich sein, eine Mannschaft zu formen, wo es Identifikation hagelt, oder? Ja, das ist aber auch die Frage des Trainers. Also, wenn ich als Trainer sage, ich bin praktisch ein Dortmunder Junge, ne? Und habe aber das Gefühl, dass diese Ausstrahlung oder diese Identifikation, hat man manchmal das Gefühl, dass er das nicht nach außen ausstrahlt.
Und da muss er doch das Vorbild sein, um den Leuten zu zeigen, so und so kannst du. Also du meinst dieses, er strahlt es nicht mehr so nach außen aus, so dieses, ich bin hier am der Anfang, Dortmunder und am ich... Am Anfang, ja, ja. Ja, am Anfang, erinnert dich, wie es am Anfang bei ihm war, wie er auch da gesprochen hat und wie wahrscheinlich auch die Augen und so gestrahlt haben. Und jetzt hörst du ihn generell schon seit einiger Zeit, habe ich ja schon mal gedacht, ich habe das Gefühl, bei ihm ist das Feuer irgendwie erloschen. Ja. Und das überträgt sich natürlich auch auf die Mannschaft. Ich finde, der wirkt teilweise so, als hätte er gar keinen Spaß in seinem Job. Als würde er das gar nicht machen wollen. Ich habe das Gefühl, ja, das er macht traurig. Das, weil er denkt, dass er das für den Verein machen muss. Aber ich habe das Gefühl, er macht das nicht, weil er es will. Und ich finde erst recht, wenn du so von quasi der Tribüne in die Trainerkabine, finde ich, sollte eigentlich da so eine Person stehen, die da so jede Woche motiviert ist, beim Spiel voranzustehen. Und meinetwegen, vielleicht hat man keinen Bock auf Pressekonferenzen. Aber so wenig Bock, wie er mir teilweise da vermittelt, als das ist das Schlimmste auf der Welt. Das geht nicht, finde ich, für einen Trainer. Ja, ja, aber das... Ja, nee, Tobi, mach du erstmal. Der Eden sieht ja auch ein bisschen auch müde aus, so fertig im Gesicht oder so, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ja. Der ist wirklich fertig irgendwie mit der Welt oder so, ne? Kann das sein? Also kommt es mir erst so rüber, ne? Wirkt auch so auf mich, kann ich auf jeden Fall mitgehen. Und ich glaube, das ist ja auch ein Job... du hast gerade eben so richtig schön gesagt, hast das Gefühl, Fabi, als macht er den nicht gerne. Ich glaube schon, aber ich glaube, das ist auch ein Job, der ist relativ undankbar, Trainer von Borussia Dortmund. Wenn es gut läuft, dann ist es ein super nicer Job. Wenn es nicht so läuft, dann... und da haben natürlich auch wir Fans einen Anteil dran. Also ich entziehe mich dem nicht. Ich weiß auch um die Verantwortung, auch mit einer Reichweite etc. pp. Aber dann kippt sowas auch gerne mal schnell und dann hast du natürlich auch eine Herkulesaufgabe da. Aber ja, also was ich zum Beispiel einfach nicht anders kann, egal ob ich jetzt hier den Pöllers-Kanal betreibe oder nicht, jeder meiner Freunde, der ja langjährigen Freunde auch, würde euch das bestätigen, ich bin in so einem Stream oder wenn ich BVB gucke oder mich wirklich intensiv mit Borussia Dortmund befasse, bin ich immer noch genau der gleiche Typ wie, keine Ahnung, vor 2013, 2014, 2015, in all den Jahren, wo ich nicht in irgendeiner Öffentlichkeit stand, nicht in diesem Rahmen irgendwas gemacht habe. Und ich bin genau gleich. Ich bin genau gleich ausgerastet, ich bin genau gleich mitgegangen, ich bin genau gleich rumgehüpft, ich habe genau gleich geheult, ich habe genau, also alles genau gleich, weil ich einfach diese Emotionen rund um Borussia Dortmund verspüre. So. Und ich kann das auch gar nicht anders. Also selbst wenn ich mir vornehme, komm jetzt bis zu mal so und so, gib mir 3 Sekunden, gib mir irgendeine Situation im Spiel, ist es über Bord geworfen und ich kann es nicht anders. Und das verstehe ich bei ihm nicht und da gebe ich Adlerauge auch so ein bisschen recht. Wenn er doch der Borussia Dortmund-Typ ist und wenn er doch aus der Kurve auf die Trainerbank und so, dann ich könnte es gar nicht anders, als das jede Woche zu zeigen. Jede Woche. Ja. Könnte ich nicht anders. Ja, gut, ne? Du weißt halt auch nicht, was Watzke dazu sagt, ne? Ja, aber dann hätte ich von vornherein gesagt, dann nimm nicht mich. Ja. Warte, ich auch von initial sich auf mehr erwarte, mehr Feuer, mehr Leidenschaft im Spiel. Das war erwarte ich von ihm einfach mehr. Das ist mir halt auch schon aufgefallen, ne? Wenn wir halt, also das früher ist es halt so gewesen, Anfang der Saison, wenn wir halt zurückgelegen haben, dann hat er halt nichts gezeigt. Da saß er immer auf der Bank, aber sobald wir dann irgendwie das 1-1 gemacht haben oder 2-1, steht er sofort wieder auf. Aber da hast du einen guten Punkt angesprochen und der lenkt mich mal kurz ein bisschen weg von Edin Terzic, weil ich lese jetzt schon quasi in meinem geistigen Auge oder vor meinem geistigen Auge die Kommentare im Real Life, nicht schon wieder Edin Terzic und nicht schon wieder diese Diskussion, wobei ich sie verstehen kann. Sie ist einfach weiter präsent. Aber du hast einen wesentlichen Punkt gesagt hier von wegen, ne, wenn irgendwas passiert ist, wenig Emotionen und so weiter. Würde ich gerne nochmal auf das Gladbach-Spiel tatsächlich zurückkommen. Hat mir nämlich jemand geschrieben und ich habe es selber auch gesehen und würde gerne eure Wahrnehmung wissen und auch in den Chats da draußen, vielleicht weiß es ja sogar einer. Marcel Sabitzer schießt 2 Tore für Borussia Dortmund. Marcel Sabitzer macht vor allem mit dem ersten ein sattes Fund, trifft den Ball geil, ist ein sehr schönes Einzeltor von ihm und eine coole Aktion. Der jubelt, also ist auch ein wichtiges Tor. Er jubelt nicht bis sehr verhalten und pustet einfach nur durch und macht so ein bisschen die Faust und sagt so, jo. Also kaum Regung und Emotion und Leidenschaft bei Sabi nach diesem Tor. Warum? Ist da irgendwas passiert? Hat der keinen Bock? Will der nicht jubeln? Ist der massiv abgefuckt von der Gesamtsituation? Warum? Du schießt in Gladbach ein arschwichtiges Tor und triffst den Ball Vollspann
aus der Luft und knallst den ins lange Eck. Ich spiele beim falschen Verein. Als wäre es ein Trainingstor. Ja, eventuell ist er selber geschockt über seine Leistungssteigerung vielleicht. Kommt der Sabitzer der aber nicht immer so runter, wenn er ein Tor schießt? Ja, oder doch. So? Ja, genau. Ja. Also bei Sabitzer fällt mir in den letzten Monaten immer wieder auf, also das, was auch Toxi gerade eben gesagt hat, oder was wir alle, glaube ich, immer sehen, diese teilweise, wenn er ein Tor schießt oder wenn er eine Vorlage macht, wenn irgendwer gerade eben ein Tor schießt, merkt eigentlich mal jemand, dass er überhaupt gar nicht mitfeiert? Der läuft da immer nur hin und dann, ja, hi Jungs, ne, schön, dass wir ein Tor gemacht haben. Ja, wann geht's zu Ende? Ich glaube einfach, der kam von Bayern, war super enttäuscht, dass er dort nicht seine Spielzeit bekommen hat. Ich meine, es heißt ja immer, der war großer Bayern-Fan und so. Und dann klopft der zweitgrößte deutsche Verein an, sagt, du willst nicht bei uns spielen, kriegst auch super viel Gehalt, den haben wir gerade von Reus abgezogen, kriegst all das. Und dann spielt er halt bei uns, aber er brennt halt nicht für uns. Also er spielt hier, weil wir halt damals noch der zweitgrößte Verein Deutschland waren, der größte, der bei ihm angefragt hat, ob er bei ihm spielen wollte. Aber ich glaube, insgeheim hofft er auch, dass er wieder irgendwann entweder wieder zurück zu Bayern geht oder zurück zu einem wirklich Weltklasse-Club kommt. Versucht einfach nur bei uns sich wieder aufzubauen. Ja, möglich. Also, dass er nie so richtig angekommen war, zumindest von der Wahrnehmung von außen, kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, er wurde ja auch, als er zum Medizincheck gekommen ist, fotografiert und abgelichtet. Und boah, das waren ja Fotos und Bilder, die man da gesehen hat, irgendwie bei Sky und so. Wie wenig Bock kann jemand haben, Sabitzer, ja. Also so hat es da zumindest gewirkt nach außen. Stefan P. hat aber eben geschrieben in den YouTube-Chat, würde ich gerne nochmal reinnehmen, hab nochmal extra zurückgescrollt. Laut, hat er eine Ansage bekommen, dass man sich von ihm mehr erwartet hat. Jetzt hast du aber nur geschrieben, laut, hat er eine Ansage bekommen. Ja, laut wem? Laut, das würde mich nochmal interessieren. Du hast geschrieben, laut, hat er eine Ansage bekommen. Laut irgendeinem Medienblatt oder laut irgendeinem Insider oder wer? Das würde mich nochmal interessieren, Stefan, schreib es gerne mal rein, weil das kann natürlich auch sein. Vielleicht ist er einfach intern bedient, weil er da irgendwie einen mitgekriegt hat, so nach dem Motto, Junge, da hätten wir schon mehr erwartet. Und jetzt zeigt das quasi den Kritikern und sagt, ja, leckt mich mal alle hier. Und ist vielleicht not amused darüber und sagt, ja, brauche ich gar nicht jubeln, weil wird ja mehr erwartet oder so möglich. Ja, was auch gut sein kann. Also den Sabitzer, also was so Emotionen angeht oder was halt Leidenschaft angeht, ich weiß nicht, oder liegt es einfach an seinem Charakter? War der vorher schon so, dass wenn er naja vorgeschossen hat? Na, wie gesagt, das war nur eine Frage. Es ist mir nur aufgefallen, also auch ja, wenn ich hier dann lese im Chat von Dortmunder irgendwie so, hört auf, das ist Schwachsinn. Dann schreibt doch gerne mal, warum ist das Schwachsinn? Also ist es völlig, völlig undramatisch? Ist es egal? Hat das damit gar nichts zu tun? Ja, die Leistung, die bringt er jetzt aktuell. Das auf jeden Fall, ne? Also ich glaube, diese Kritik wäre dann mal irgendwann in den Wochen im Vorfeld gekommen, dass man sagt, ey Junge, Sabi, von dir erwarten wir irgendwie mehr. Weil derzeit auf jeden Fall auf einem aufsteigenden Ast in die richtige Richtung. Auf jeden Fall. Und bei Österreich spielt Sabitzer top. Hat aber natürlich mit Ralf Rangnick auch einen extrem fähigen Trainer bei Österreich, muss man auch sagen. Ne? Abgesehen davon, da würde ich auch direkt reingrätschen, weil das die perfekte Überleitung ist, die ich gerade eben sagen wollte. Ja. Erinnert euch bitte an die Zeit, wo er bei Manchester United gespielt hat und erinnert euch bitte, wenn er im österreichischen Nationaltrikot spielt, wie er da feiert, wenn der ein Tor schießt. Es ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Ja. Also beim zweiten Tor hat er ja, glaube ich, sogar noch ein Herz gemacht. Ja, das Herz, den kam Richtung Tribüne, glaube ich, oder so, ne? Ja. Hat er nicht zweimal? Zweimal, einmal beim ersten und einmal beim zweiten. Ach doch, hat er, okay. Ja, okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber schon eher verhaltener und ruhiger, der Jubel, ne? Definitiv. Bei Manchester United ist er ausgerastet, wenn der ein Tor geschossen hat. Ja, also das war Hammer. Ja, Paolo schreibt aber vielleicht auch gerade nochmal was relativ Belangloses, also belanglos nicht der Kommentar, sondern dass es einfach gar nicht so wild ist, wie man vielleicht von außen denkt. Im Spiel nimmt man das oft aber gar nicht wirklich wahr, wie wichtig dieses Tor vielleicht auch ist, weil man sich immer noch konzentriert, passiert öfter als man denkt und sieht dann als Fan von draußen wirklich komisch aus. Ja, vielleicht ist es auch einfach wirklich das. Ja? Ja. Vielleicht könnte es auch damit zusammenhängen. Ich weiß nicht, ob ich das nur so mitbekommen habe, aber man hat halt fest erwartet, dass man in Gladbach gewinnt. Und das wurde dann einfach so ein bisschen hingenommen, obwohl es natürlich ein extrem schweres Spiel war. Und man war auch wahrscheinlich auch so ein bisschen erschlagen davon, dass man halt vorher bei Stuttgart gegen Stuttgart ein extrem wichtiges Spiel verloren hat und halt eine extrem große Aufgabe mit Atletico vor sich hat. Ja,
Ja, wenn wir dann schon danach gehen, dass wenn halt die Mannschaft denkt oder generell das ganze Team denkt, also mit dem Trainer so, ja, wir schlagen sowieso Gladbach, dann kommt schon für mich eine gewisse Arroganz rüber. Dann, ja. Das wäre dann für mich auch nicht Dortmund-like und dann wäre es mehr eher Bayern-like so. Also das, damit könnt ihr mich überhaupt nicht identifizieren. Also jedes Spiel ist wichtig, jedes Spiel ist schwer für Dortmund. Es soll auch so sein, weil Spannung ist wichtig. Und wenn man dann so, wenn die Mannschaft dann so denkt, besonders der Trainer so denkt, von wegen, ja, wir schlagen die sowieso. Ja, also. Naja, Dortmunder Junge, ich nehme dich nochmal kurz mit rein. Man weiß ja nie, was privat los ist, deswegen mag ich Spekulationen nicht. Aber wird dir vielleicht aufgefallen sein, auf Fanebene spekuliert man ja meistens, weil du weißt eigentlich nie, was los ist. Du weißt nicht, was bei Terzic los ist. Du weißt nicht, was in der Kabine los ist. Du weißt nicht, was in Vorstandssitzungen los ist. Du weißt nicht, was generell los ist. Du weißt nicht, was im täglichen Training los ist. Das heißt, das Einzige, was uns eigentlich bleibt, ist, drüber zu mutmaßen, zu spekulieren, sich auszutauschen, sich Gedanken zu machen und diese Gedanken miteinander zu teilen. Wenn du also Spekulationen nicht magst, dann magst du eigentlich auch kein Fan sein, weil dann musst du einfach nur noch schlucken, was passiert. Darfst es aber überhaupt nicht kommentieren und hinterfragen, weil du weißt es ja nie. Und lieber, ich setze mich damit auseinander und versuche mal, Punkte, die mir auffallen, anzusprechen, ob sie auch anderen aufgefallen sind, beziehungsweise im Vorfeld dieses Talks bin ich halt von vielen anderen sogar darauf angesprochen worden, hey, ist dir das auch aufgefallen? Und ja, mir ist es auch aufgefallen und deswegen, nichts lässt sich besser diskutieren in so einem Talk wie hier heute als sowas, wo andere sagen, jo, ist mir aufgefallen und ich gebe euch das weiter und wir diskutieren drüber und wir haben viele verschiedene Ansätze darüber zu diskutieren, warum das so sein könnte. Wir sagen ja nicht, das ist so, sondern wir nehmen es an. Natürlich sind es Mutmaßungen und ich finde, das gehört dazu. Zeigt aber auch, wie viel man sich gedanklich mit seinem Verein eben und mit den Spielern und mit dem Ganzen drumherum auseinandersetzt. Würde aber Hanne gerne noch mal einmal kurz mit reinnehmen aus dem YouTube-Chat, der auch geschrieben hat zu dem Sabitzer-Ding. Ich habe auch das Gefühl, der hat ein Problem irgendwie mit Terzic. Warum meinst du das denn? Schreib es gerne mal rein. Ich habe da so in die Richtung auch was mal von den Dächern pfeifen hören. Mich interessiert es einfach mal, warum das so wahrgenommen wird. Deswegen schreib es gerne mal rein. So, und jetzt die anderen bitte. Dürfte ich gleich nochmal ein anderes Thema ansprechen? Ja, so. Auf jeden Fall. Dann lass uns aber da gleich nochmal eben den Hanne mit reinnehmen. Ja, darfst du auf jeden Fall danach. Und Astroboy 09 schreibt einfach gerade nur, wir spielen seit Monaten Scheißfußball. Das ist eine Aussage, die kann man über weite Strecken mitgehen. Ne? Nicht ganz unrecht. Nicht ganz unrecht mit der Aussage, nee. Aber das habe ich tatsächlich nämlich auch gehört. Deswegen hatte ich den Punkt von Hanne nämlich mit reingehört und reingeholt. Ich sag mal, Marcel Sabitzer und Edin Terzic nicht die besten Freunde sind. Das habe ich auch gehört. Man muss auch einfach dazu sagen, Terzic hat einfach die größte Arschkarte gezogen, die er überhaupt ziehen konnte. Halt das mit dem DFB-Pokal-Ding. Ne? Da hat man sehr viel von ihm erwartet, dass wo er halt Trainer geworden ist, dass wir halt irgendwie, keine Ahnung, verdammt stark spielen werden, aber wir hatten da halt beim DFB-Pokalfinale, halt, wo wir das Ding geholt haben, halt auch andere Spieler gehabt. Ja, ne? Ganz andere Spieler. Was ich auch so ein bisschen mitbekommen habe, und natürlich, es sind Mutmaßungen, aber sagen wir mal, zementiertere Mutmaßungen an der Stelle, dass natürlich auch so ein Pokalsieg von Edin als Interimscoach oder auch die Fastmeisterschaft oder auch das jetzige Stehen in der Champions League, wo wir stehen, dafür sorgen, dass man ein gewisses Selbstbild von sich selber bekommt, wo man dann der Meinung ist, ach Digga, ich bin schon ein geiler Dude, so, ne? Und das ist vielleicht auch gar nicht ungerechtfertigt, weil musst du auch erstmal so machen. Aber wenn du das selbstkritisch hinterfragst, warum das teilweise auch so ist, dann sorgt das vielleicht nicht unbedingt dafür, dass man sagt, du bist ein geiler Dude, sondern du hast einfach auch die richtigen Jungs zur richtigen Zeit gehabt. Natürlich hast du auch deinen Anteil daran, aber Fräulein, überschätzen wir deine Rolle auch nicht, ne? Weil Pokalfinale mal angesprochen. Erling Haaland, Jadon Sancho, Marco Reus und Jude Bellingham. Ich sag mal, mit so vier Jungs, die auch alle on fire waren und formstark, sieht es immer ganz gut aus. Ja, und auch diese Rückrunde letzte Saison, vielleicht ist bei der Rückrunde diese Saison ähnlich. Ja, wir können Rückrunde. Habe ich auch viel gehört, dass es auch die Jungs waren, die gesagt haben, und jetzt straffen wir uns hier nochmal. Natürlich wird er den Anteil dran haben, das will ich gar nicht schmälern, aber viel sind es auch die Jungs selbst und man kennt es vom Fußball, auch wenn man mal in so einem Flow ist. Also natürlich zum Beispiel jetzt das Xabi Alonso-Ding, das ist auch viel Xabi Alonso, aber die Jungs, die spielen sich halt auch geisteskrank heftig in den Flow über diese ganze Saison
Und deswegen ist es natürlich auch viel Xabi. Ja, und auf den wird viel geguckt, was er da gemacht hat. Der hat schon die richtigen Auslöser mitgebracht und er hat die richtigen Knöpfe gedrückt. Aber das kannst du auch nicht schmälern, was die Mannschaft da gerade momentan so macht. Ne? Und so ist es bei Edin auch. Der hat da bestimmt die richtigen Kniffe gemacht und der hat die richtigen Sachen vielleicht auch angeleitet, aber es waren dann auch die Spieler in so einem Flow. Weil nochmal, habe ich auch schon ganz oft darauf verwiesen, auch in dieser Fastmeister-Rückrunde hatten wir genug Spiele dabei, wo wir sagen, boah, haben wir gewonnen? Puh, Haken hinter, aber, glücklich. Ne? Aber auch, wenn ich dazu noch was sagen soll, aber auch sehr, sehr viel Glück gehabt. Ne? Also, ja, eben. Das ist ja wirklich, wir hatten diese Saison genauso. Also wir hatten ja diese Saison auch so viel Glück gehabt und Schwein gehabt, ne, dass wir die Dinger teilweise auch gewonnen haben. Das fragen wir manchmal auch, wie geht das? Wie geht das? Wie haben wir dieses Spiel überhaupt gewonnen? Wie geht das? Ja. Dann fragt man Leverkusen nach mit 90 Minuten. Ja. Das ist ja auch kein Zufall, ne? Nicht mehr, nicht in der Häufigkeit, Adlauge, da bin ich bei dir. Leverkusen hätte mal eigentlich 3-4-0 verlieren müssen normalerweise. Ja, spielen aber da 1-1 und gewinnen fast noch. Und gewinnen fast noch durch den Flugkopfball, ja. Aber Hanna hatte gerade eben noch mal reingeschrieben zu dem abschließenden Thema, er hätte das auch gehört und vom Gefühl her. Also ist ganz spannend, Hanne, dass du das auch gehört hast. Ich habe es auch gehört, also sind wir schon mal zwei, die es gehört haben, wahrscheinlich von unterschiedlichen Leuten gehört. Aber ich habe es auch von jemandem gehört, wo ich wieder einen ganz ordentlichen Trust-Faktor habe, dass ich sage, wenn ich das von dem höre, dann wird da schon nicht gar nichts dran sein. Aber Tom wollte, glaube ich, noch mal ein neues Thema aufmachen und damit machen wir mit diesem Ich hab's gehört und Sabitzer Ding auch da mal den Deckel drauf und dann nehmen wir ein letztes Thema noch gerne mit auf und dann beschließen wir die heutige Runde. Also gerne, Feuer frei. Also es sind im Grunde genommen zwei Themen in einem. Und zwar, wenn wir mal die Hinrunde angucken, wie oft wir unentschieden gespielt haben. Wann war eigentlich das letzte Mal, wo wir wirklich in der 90. Minute mal das 2-1 geschossen haben? Oder das 3-2 oder, keine Ahnung, das 1-0, wenn es mal 0-0 stand? Augsburg. Also, Augsburg. Ja. Als Beispiel. Also ich finde, das ist mir besonders in der Hinrunde teilweise zu wenig gewesen, weshalb auch bei uns das Spiel nach vorne. Also je nachdem, wenn du schon 1-1 spielst und besonders gegen Mainz, das letzte Spiel in der Hinrunde, wo du wirklich teilweise nach vorne Geburtstag gespielt hast. Geburtstag vom BVB. War's. Also das war heieiei. Und Geburtstag vom BVB war es, 19.12. Ja, und das auch nochmal. Und die Fans sitzen im Stadion. Ich glaube, das war auch das erste Spiel, wo das Stadion nicht ausverkauft war. Weil du halt so oft teilweise, auch wenn du unentschieden spielst, teilweise gefühlt, hast du das Gefühl gehabt, du bist mit dem Punkt zufrieden und das war's. Also so kam es teilweise in der Hinrunde rüber. Und was ich da ansprechen wollte, besonders in die letzten Spiele, was mir unfassbar fehlt diese Saison ist, oder generell die letzten paar Jahre, was ist eigentlich aus unserer Jugendarbeit geworden? Ja, schlecht ist sie nach wie vor nicht, aber ist die Frage, ob die Qualität nicht mehr reicht, ob die Durchlässigkeit einfach nicht mehr gegeben ist und die Qualität würde reichen. Ne, wir haben ja eben, als wir über Marco Reus gesprochen haben, auch im Chat stehen gehabt, zum Beispiel Kjell Wärtchen könnte jetzt der Reus-Nachfolger werden. Würde mich sehr freuen, Thema Jugendarbeit, weil der ist BVB pur. Ich glaube, seit der U8 oder U10 oder sowas ist der Mann am Start. Hat er jetzt auch seinen Profivertrag unterschrieben, das wäre natürlich cool. Habe aber auch mitbekommen zum Beispiel, dass Thema Jugend unsere Jungs, einfach um gehalten zu werden, wohl auch Richtung Samuel Bamba und so weiter, auch nicht so unbedingt nicht mit Geld zugeschmissen worden. Will also heißen, auch die Jungs kriegen bei ihren Verlängerungen schon ordentlichen Batzen Geld, sodass sie dann durchaus mal direkt in der U23 zu den Top 2, 3, 4 Verdienern zählen. Wo ich mir auch die Frage stelle, muss das denn sein? Ja, du hast da große Talente mit und du willst denen ja die Perspektive aufzeigen, vielleicht auch über U23 dann in Richtung Profis. Aber wenn du denen dann nur als Geschmäckle, damit sie bleiben, direkt schon Summe X zahlen musst, damit sie bleiben, und dann sind sie auch in der U23, wo sie dann hin aufrücken, aber direkt schon mit die Topverdiener, dann ist das für mich von der Hygiene her auch schon wieder eher fragwürdig, ne? Ja, das ist halt auch schwer gefährlich.
Wenn jetzt und zum Beispiel, sei jetzt mal ein komisches, also jetzt mal ein Beispiel so, du hast jetzt ein Kind so und bist reich und gibst deinem Kind halt Geld, Geld, Geld und dann wird er halt verwöhnt dadurch. Ja, ja. Und wie bei den U19-Spielern, wenn die halt so viel schon verdienen, dann wollen die halt immer mehr Geld und das ist, ja, es geht zum Fußball nur um Geld und das regt mich so auf, ja. Keine Ahnung, wirst du aber nicht ändern. Und Anfee möchte ich nochmal kurz mit reinholen zu dem Sabitzer-Thema. Doch nochmal kurz die Rolle rückwärts, weil in Sabitzers Familie gab es einen Trauerfall in der letzten Woche, deswegen sein zurückhaltender Jubel und auch der Gruß mit dem Herz nach oben. Sowas scheint den meisten nicht in den Sinn zu kommen. Ja, hast du völlig recht. Also deswegen danke fürs Aufräumen und danke für den Kommentar dazu. Und ja, dann haben wir doch jetzt auch da einen Haken hintergemacht, weil dann sieht man ja aber zumindest, dass diese Einschätzung, die man selber hatte, haben auch viele geschrieben und gesagt, dass er traurig gewirkt hat, dass er sehr zurückhaltend war, dass er sehr demütig war und so. Dann hatte das einen Grund, dann ist es ein sehr trauriger Grund und dann umso schöner, dass er getroffen hat und so sehenswürdig getroffen hat und er den entsprechenden Gruß nochmal nach oben schicken konnte. Deswegen wollte ich das jetzt doch nochmal aufnehmen. Ja, das ist dann noch gut zu wissen, dass er doch Dass das gar nichts mit dem BVB gerade oder mit sonst was zu tun hat und vielleicht auch gerade mal nicht mit Edin Terzic, wobei das habe ich trotzdem gehört. aber dass das wirklich einfach was im Privaten war und ja, dann ist er einfach auch nur Mensch und dann ist es völlig gut. Und im Übrigen danke an Vincent V für 5 Euro im Superchat. Ich finde es peinlich und es macht mich wütend, wie mit Reus umgegangen wird. Lasse ich als Aussage so für sich stehen, weil da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen, deswegen brauchen wir das Thema nicht nochmal groß aufmachen. Aber verstehen und nachvollziehen kann ich es auf jeden Fall, ja. Aber so eine Saison wie diese, die ist ja eigentlich auch schrecklich für die Jugendspieler. Also ich habe jetzt länger nicht mehr gesehen, dass wirklich Leute zu einem Debüt oder sagen wir mal zum Beispiel Jamie Bino Gittens ist ja versauert auf der Bank. Dieser Rumpelfußball, der nur noch auf Ergebnisse aus ist, der ist wirklich ein großes Problem auch für die Jugendspieler, die vielleicht debütieren könnten. Ja, wobei, also wenn ich da kurz reingrätschen dürfte, wir hatten ja gegen Heidenheim, da hatten wir ja auch hier noch drüber gesprochen gehabt, Ole Pohlmann hat gar nicht mal so ein schlechtes Spiel gemacht nach seiner Einwechslung. Nö, ist richtig. Und genau zu so welchen Situationen, deswegen habe ich mich da so den Kopf gemacht drüber, weil wir haben in der U19, die U19 ist seit mehreren Jahren einer der besten Jugendmannschaften, die es gibt. Wieder westdeutscher Meister aktuell, ne? Wieder auch. Und wir haben da Spieler drin wie einen Leon Simic gehabt oder, wenn ich absolut schade, dass er gegangen ist, Julian Rajkov. Also er ist öfters mit ins Trainingslager gefahren. Er hat Testspiele mitgemacht, hat da teilweise sogar getroffen oder Torvorlagen gemacht. Und in der U23 nicht mal ein Stück weit eingewechselt oder mit eingeplant worden. Teilweise nur auf der Bank gesessen und dann nicht gespielt. Dafür dann in der U19 am Sonntag dann gespielt und wieder 3 Tore gemacht. Ich meine, der hatte 57 Tore oder sogar, glaube ich, noch mal mehr in 40 Spielen. Und wenn wir da sagen, der kann, der weiß nicht, wo der Tor steht. Ja, ja. Also, wobei Rajkov ist nochmal so ein Thema für sich gewesen. Du hast teilweise aber auch dann schon gesehen, dass da dieser Sprung ein großer ist, auch körperlich ein großer ist, begnadetes fußballerisches Talent, definitiv, aber da schreibt auch gerade Yolo Yolo in den Chat bei YouTube, Rajkov war zu ungeduldig, das würde ich vielleicht auch sagen, weil du hast ja dann auch sehr schnell gemerkt, und das ist aber wieder das Thema für sich, dass der dann eben auch unzufrieden wurde, weil er eben zu wenig berücksichtigt wurde, weil er sich mehr gewünscht hat, weil er mehr wollte, was einerseits cool ist, ja, also macht denen mal schön Druck da von hinten, das ist schon ordentlich, aber ordnet es halt auch bitte richtig ein. Und nochmal, Mucki ist ja immer unser Paradebeispiel. Was hat der da zerschossen in allen Jugenden? Und ich bin 3 Jahre drüber gewesen und bla und bin 3 Jahre jünger und spiele aber trotzdem schon U19 und zerschießt da trotzdem alles und so. Ja, und dann willkommen im Profi-Herrenfußball, dann spielst du mal gegen den Vogt oder so damals bei Augsburg oder dann hinterher Hoffenheim oder Union Berlin oder so. Und dann sagt der dir, pass mal auf, Junge, jetzt lernst du mal Bundesliga. Und dann haut er dich halt weg und du siehst gar keinen Stich. Das sind ja auch alles himmelsweiter Unterschiede. Ne? Du kannst ja die Bundesliga nicht vergleichen mit der dritten Liga oder so. Ne? Das ist ja himmelsweiter Unterschied. Ne? Das sind ja ganz andere Welten auf einmal. Ne? Das muss ich auch wieder sagen. Ne? Ja, da sagt Dortmund der Junge aber gerade auch zum Beispiel richtig, wir müssen irgendwie eine bessere Balance wiederherstellen, wie wir die Jungen damit einbauen können. Also ne, nicht gar nicht spielen lassen, sondern schon irgendwie sukzessive
Ja, Lucien Favre würde sagen, peu à peu ranführen. Ja, das wird halt aber auch nicht gemacht, ne? Das sieht man ja bei Moukoko, ne? Ich finde auch, der hat nicht so gut gespielt, weil der nun mal bis keine Spiele gemacht hatte. So, das könnte man auch als Punkt nehmen. Er war lange raus, ne? Wie bitte? Ja, er war lange raus, ja. Deswegen sage ich ja. Hätte man ihn öfters spielen lassen, dann hätte er wahrscheinlich gestern auch besser gespielt. Ja, ich finde halt persönlich, dass einfach erstens halt, du lässt, also erst recht Edin lässt die Talente gar nicht spielen. Also so ein Bino Gittens oder so ein Moukoko, die spielen gefühlt nie. Ich meine, ich habe jetzt letztens irgendwie gehört, dass Moukoko jetzt weniger Minuten diese Saison hat als in seiner allerersten Saison. Und ich meine, wie kann das sein? Da war er 16. Und außerdem finde ich halt persönlich, was ich halt persönlich sehe, erst recht so bei anderen Vereinen wie zum Beispiel Bayern München, die nehmen ihre Spieler, die von der Jugend kommen, verleihen die erstmal. Also Bayern München hat ja gefühlt 20 Spieler, die sie irgendwo verleiht haben. Beispiel jetzt diese eine bei PSV Eindhoven oder so. Mhm. Warum macht Dortmund das nicht? Also der Einzige, der mir einfällt, irgendwie talenthaltig, der irgendwie verliehen wurde, ist Tom Rothe, aber sonst... Aber also Laien funktionieren bei uns, warum auch immer, irgendwie kriegen wir es nicht hin. Also Gio Reyna, Laie, damit er sich da bloß entwickelt und der Nachfolger von Marco Reus wird. Die Laie auf die Insel zu Nottingham ist ein absolutes Desaster. Okay, Tom Rothe, Liga 2, der macht sich da und macht sich jetzt auch Gedanken, will er danach wieder überhaupt zurück? Okay. Koulibalys Laie, naja, läuft wohl ganz okay, jetzt zumindest. So, ist auch verliehen. Aber alles, was wir so gefühlt in der Vergangenheit mit Laien gemacht haben, war, geht so. Also irgendwie verkacken wir Laien auch einfach. Ich frage mich bei Tom Rothe, wie das nächste Saison aussehen wird, weil er spielt wirklich in Kiel eine bockstarke Saison und ist ja eigentlich sogar einer der Leistungs... Ja, kommt aber darauf an, wie wir uns taktisch ausrichten, ne? Ja, das ist halt auch so eine Sache. Also das hängt, wie gesagt, haben wir auch schon öfters jetzt besprochen gehabt, wie es auf der Trainerbank nächste Saison noch aussieht und je nachdem, wie viele Spiele überhaupt bleiben, je nachdem, welches Geschäft du dann auch noch spielst. Kommt ja auch nochmal hinzu, aber ich weiß nicht bei Tom Rothe, weil der hat ja auch immer, wenn er gespielt hat, hat er eigentlich gut gespielt und ich meine, der wird schon irgendwie wissen, wie er einen linken Fuß irgendwie als Linksverteidiger spielen muss. Ja, du musst ihn halt nach seinem Stärkenprofil einsetzen, ne? Also sicherlich, du kannst ihn da vielleicht auch als klassischen LV hinpacken oder so und vielleicht macht das auch gar nicht so schlecht, aber ja, so im Sinne des Erfinders ist es nicht. Und ja, ich glaube, da wird auch so einer jetzt mal abwarten und auch ein Koulibaly und auch ein Reyna und was weiß ich nicht, was passiert da? Wie stellen wir uns auf? Wer wird der Trainer sein? Wie werden wir Fußball spielen? Passt das zu mir? Passt das nicht zu mir? Und. Und dann werden wir auch mal gucken, aber stimmt schon, also mit diesen ganzen Talenten, und das hat aber gerade auch nochmal einer reingeschrieben, da sind viele Talente dabei, die definitiv das Zeug zum Bundesligaspieler haben. Problem bei Borussia Dortmund einfach nur, das Zeug zum Bundesligaspieler reicht halt nicht. Du musst dann schon dieser Step mehr sein. Und das ist bei vielen vielleicht auch fraglich. Ja, und Ivory Dockson sagt zum Beispiel, mir fehlt noch ein bisschen was bei Rothe, aber trotzdem mega Talent, ja. Wäre ja auch schade, wenn der schon komplett am Ende seiner Entwicklung wäre. Und auch die ganzen anderen. Ja, aber da wäre wieder die Frage, wie viele Spieler hat Edin denn aktuell mit seinem Fußball denn so besser gemacht, egal ob gestandene oder Talente. Nicht so viele, deswegen, das wird super spannend sein. Und ja, Dortmunder Jung fragt, wer wäre denn für dich ein Trainer, der realistisch für uns ist als Nachfolger, weil du ja auch mit Edin den Schluss ziehen würdest. Ich kann dir sagen, immer noch, Nagelsmann würde das machen wollen, habe ich immer noch gehört, ist immer noch der Stand, den ich habe. Er könnte sich das unter gewissen Voraussetzungen vorstellen, auch da bei der Thema Planungssicherheit, Euroleague, Champions League etc. pp. Aber er hat wohl Bock oder ist nicht abgeneigt und hol diese Expertise. Aber Arne Sloth, der da genannt wird, ist wohl auch ein sehr spannender Kandidat. Finde ich ganz cool, dass man sich mit dem befasst. Ja, De Zerbi brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Das wird wahrscheinlich einfach ein Ding der Unmöglichkeit sein, sowas von Brighton zu bekommen. Der bleibt doch in England. Ja, der bleibt, ne? Ja, ja. Ja. Aber super spannender Trainer. Wie gesagt, Fabi Hürzeler bei Pauli verlängert und wenn der hochgeht, egal ob als Erster oder Zweiter oder wie auch immer, der wird da einfach auch bleiben, Punkt. Hoeneß verlängert da, Xabi Alonso verlängert in Leverkusen als Meister. Ja, Lucien Favre back. Nee, bitte nicht. Also, nee.
Aber wie gesagt, so Nagelsmann fachlich, bitte, wenn das irgendwie möglich ist, ich will mich jetzt nicht auf den Mann versteifen, auf keinen Fall, aber absolutes Taktik-Brain. Und ich glaube auch, wenn er menschlich bestimmt auch fragwürdig ist in der einen oder anderen Sache, bestimmt, aber ich glaube, der kriegt das als junger Dude schon auch hin, auch menschlich hin, glaube ich schon. Ich würde da noch mal eine Sache ansetzen, und zwar, das hat ja jedes Mal Benny angesprochen gehabt, bei Fabi Hürzeler, und zwar, dass der einfach, obwohl er noch so jung ist, und ja, er hat noch nie erste Bundesliga trainiert und ist alles ein Experiment, aber was der von Taktiken her, wie er mit Pauli spielt, also das ist schon Hammer. Und wenn du das auf Dortmund mal ummünzt, du kannst da wirklich sehr, sehr identisch teilweise spielen. Ja klar, also das ist ja das, worüber wir mal gesprochen haben. Ich meine, wenn du ein junger Trainer ohne großartige Reputation bist, du bist kein Name, du bist auch noch nicht lange Trainer, jetzt bist du auch noch jung. Du hast de facto noch nichts vorzuweisen, weil du hast eigentlich noch keine Vita. Und jetzt würdest du bei irgendeinem Bundesligisten, Zweitligisten auch einem Spitzenclub anheuern. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kriegst du es denn hin, diese Mannschaft hinter dich zu bringen? Weil das ist ja immer die, das ist eigentlich letztlich immer die Aufgabe des Trainers. Bring die Mannschaft hinter dich. Ja? Also hast du eine Mannschaft, die dir und deinem Plan folgt und auch wirklich sagt, jo, da sind wir überzeugt von, hast du als Trainer eigentlich leichtes Spiel? Und das ist ja das, warum wir zum Beispiel auch diskutieren, Terzic hat die Mannschaft ein Stück weit verloren. Hast du eine Kabine erstmal verloren, wird super schwierig. So ein Xabi Alonso ist zum Beispiel in dem Sinne auch ein junger Trainer, ohne große Reputation vor Leverkusen. Irgendwie, was war es, Real Sociedad 2 oder irgendwie sowas, wunderbar. Auch noch nichts vorzuweisen, auch noch keine Titel. Der hat aber den Vorteil Namen. Selber Weltklasse-Spieler gewesen, mit einer Weltklasse-Spieler-Vita. So, hast du die Jungs auf jeden Fall schon mal hinter dir, weil der wird auf den Trainingsplatz gehen, der spielt einen Diagonalball über 40 Meter zu Frimpong, der landet genau auf seiner Zehspitze und dann sagt Frimpong, alles klar Trainer, über mehr müssen wir nicht reden, ich folge dir blind, weil du spielst jetzt noch besser Fußball als ich. So, hast du auf jeden Fall es geschafft, die Spieler hinter dich zu bringen, weil du einfach diese Weltklasse-Reputation hast. Die hat Edin einfach nicht, das heißt, die fehlt ihm einfach. Er war nie auf diesem Niveau, dass die Spieler deswegen Respekt haben. Fabi Hürzeler vielleicht auch nicht, wunderbar. Thomas Tuchel im Übrigen auch nicht auf dem letzthöchsten Niveau und Klopp auch nicht. So, das heißt, diese Reputation fehlt hier als Trainer. Was gibt es dann noch für eine Möglichkeit? Naja, dann ist eigentlich die einzige Möglichkeit als junger Trainer ohne Reputation, ob als Spieler oder Trainer mit Erfahrung, bla bla bla, dann musst du einfach eine überragende Taktik haben und dann musst du einfach wirklich eine Überzeugung haben, zu sagen, pass mal auf, Jungs, wenn ihr das macht und wenn wir das trainieren in der Sommervorbereitung etc. pp., dann wird da, gibt uns allen Zeit, aber da wird das Resultat bei rumkommen. Und wenn die das machen und die stellen fest, scheiße, das, was der Typ da erzählt, das stimmt, dann folgen sie dir. Dann ist doch scheißegal, dass du keinen Titel hast, dass du keine Reputation hast, weil dann bist du taktisch gut. Dann packst du die Profis, das sind ja auch Taktiker, das sind ja Profis auf höchstem Niveau. Dann musst du sie mit deinem Plan, mit deiner Art Fußball überzeugen und sagen, so Freunde, ist mir scheißegal, ob ihr teilweise älter seid als ich, ist mir scheißegal, ob ihr mehr Titel habt als ich. Ich bin der, der den Takt vorgibt und Freunde, mein Takt ist so und so und das funktioniert. Und wenn der Scheiß dann funktioniert, dann hast du sie. Ja. Dann hast du sie. Hat der Klopp auch gemacht, ne? Hat der Klopp auch gemacht. So, der hat aussortiert, der hat direkt die Spieler geholt, sukzessive in den Transferfenstern, wie er sie für seinen Fußball braucht. Überleg mal, Mladen Petric, weg. Alex Frey, Alex Frey war unser absoluter Derby-Held, viel zu langsam für meinen Vollgas-Fußball, kann ich vom Fußballstil überhaupt nicht gebrauchen, weg. Ja, ich meine, Dede, ja, Kreuzbandriss, erster Spieltag in Leverkusen geholt, lange verletzt gewesen, etc. pp., aber letzten Endes unter Klopp ist dieser Wechsel passiert, zu Schmelle, weg. Der hat ein Großkreuz gehabt, der hat einen Schmelle gehabt, der hat andere Jungs gehabt, wo du sagst, was will er denn mit denen? Ja, auch ein Van Dijk damals bei Liverpool, war viel zu teuer von Southampton, viel zu, ja genau, der Rest ist Geschichte. Der hat genau die Leute geholt für sein Profil, für seinen Fußball, er ist genau seinen Plan gegangen und hat mit diesen Leuten, die gepasst haben, denen seinen Plan vermittelt und die gehen blind für den durchs Feuer, Punkt. Weil er das vermittelt bekommt. Und das sehe ich halt bei Edin nicht. Genau. Das ist der entscheidende Punkt. Wie ist denn überhaupt der aktuelle Stand von Edin? Geht er oder bleibt er jetzt? Ach du, hör mal, wenn ich das wüsste, dann spiele ich nächste Woche Lotto. Ja, Tom wollte noch ansetzen. Das würde,
Nee, Tobi, mach du. Ja, du, Tobi, ich bin voll bei dir. Wenn ich das irgendwie beantworten kann, ja, da war der Druck auch noch nicht so groß, Dirk, das ist richtig. Der Druck war auch bei Liverpool nicht so groß. Also das ist auch undankbar für Edin. Ne? Der Druck ist beim BVB dann riesengroß, das stimmt. Aber ich glaube, auch wenn der Druck, das muss ich nochmal kurz ergänzen, weil er sehr groß geschrieben hat, da war der Druck auch noch nicht so groß. Guter Punkt. Richtig, der Druck beim BVB ist jetzt exorbitant größer als damals. Ja, aber hättest du wenigstens mal einen Plan gesehen und hätte so ein Edin gesagt, pass mal auf, Freunde, ich kann auch nicht zaubern und es steht 2-0 für Leverkusen und damit sollten sie ja dann eigentlich Meister sein. Okay. Glückwunsch. Aber natürlich, der Druck ist jetzt größer, aber trotzdem, wenn du sagst, pass mal auf, an Edins Stelle, ich habe hier einen Plan, ich kann nicht zaubern, das wird Zeit brauchen. Wir haben aber eine klare Vorstellung, eine klare Philosophie. Liebe Fans, liebe Spieler, liebe Funktionäre, wir werden uns da gemeinsam hinentwickeln. Und du würdest das auch sukzessive sehen. Du würdest immer mehr sehen, oh ja, guck mal, ist doch nicht ganz perfekt, was wir da machen, aber du siehst, von Woche zu Woche irgendwie da und da in die Richtung geht's. Ich glaube, dann trotz größerem Druck wäre der Druck nicht so groß, weil alle sagen, hey, gemacht, gemacht. Der hat gesagt, das dauert. Und Leute, wir sehen's ja. Habt mal ein bisschen Geduld, habt ein bisschen Vertrauen, das wird schon. Und das siehst du nicht. Also ich würde da gerne ansetzen. Also erstmal, klar, von dem du hast überall recht, aber laut Edin haben wir ja gar keine Zeit. Ja, auch das nicht, ja. Und das Problem, was ich bei uns allen Dortmund-Fans sehe, und das sehe ich auch nächste Saison wieder, und das ist das Problem, was wir haben mittlerweile, weil wir halt unfassbar viele Weltstars teilweise kreiert haben, jetzt Haaland, Bellingham. Dass Namen wie jetzt zum Beispiel ein Jeff Chabot oder ein Fabi Hürzeler vielleicht einfach zu klein für die sind. Und ich, was man da teilweise unter den Kommentaren bei Jeff Chabot gelesen hat, nur mal kurz als Info, das hatte man auch letztes Mal schon im Stream. Top-2-Kämpfer in der Bundesliga. Und ich meine, Toxi, nur mal so, wir haben auch ein Foto gemacht im Stadion bei Köln gegen Leipzig. Klar, die haben da 5-1 auf die Fresse bekommen. Ja, da saß du fast neben mir. Aber wer den spielen sieht, und ich war auch gegen Bochum, als sie 2-1 gewonnen haben, das ist ein Spieler, Siegermentalität, der rennt nach vorne, der schnauzt seine Menschen an vor sich, egal was ist, und der rennt, der macht und tut. Und du brauchst Rampensäue. Und was haben wir denn bei uns im Verein, wo du mal siehst, jo, boah, Alter, vor dem habe ich Angst. Und vor Jeff Chabot, gegen den möchte ich nicht in der Innenverteidigung spielen. Ja, ist richtig. Ist richtig. So, und das ist Hammer, was da mittlerweile abgeht. Und ja, den das Leuten ist riesengroß, die Erwartungshaltung. Zeit. Ja, da bist du, bin ich bei dir. Also das ist so Hammer. Wenn der kommt, bin ich erstmal glücklich, weil wir brauchen wirklich in der Innenverteidigung, brauchen wir unbedingt Verstärkung, genau wie auf der Sechserposition. Ach, wir brauchen überall Verstärkung, davon abgesehen. Ja, und da können wir uns wahrscheinlich dann im Kreis diskutieren zu, weil da, wenn wir jetzt heute nicht zu einer Lösung kommen, morgen nicht, sind wir letzte Woche nicht, auch vorletzte Woche nicht, das werden die Diskussionen sein, die uns jetzt einfach auch in den nächsten Wochen einfach weiter begleiten. Deswegen drehe ich diese Runden auch gerne jede Woche, weil es uns beschäftigt, weil es wichtig ist und weil jedes Spiel mehr auch ein klareres Bild zeichnet, wo es dann auch für uns hingehen wird. Und wie gesagt, gegen Gladbach haben wir mal den nächsten Step getan, der auf jeden Fall nötig war. Und Dienstag, genau 20.15 Uhr, sind wir dann live hier und 20.15 Uhr, sind wir nicht live, ich bin im Stadion, Freunde, Quatsch. Du bist im Stadion. Moment, das war jetzt so, das war jetzt, aus dem Stadion. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt so automatisiert, 20.15 Uhr sind wir live, 21.15 Uhr, nein, stopp, ich bin da. sorry Leute, also Dienstag bin ich im Stadion. Wir machen aber morgen einfach ein bisschen Vorspiel Atletico, weil ich denke, es müsste ja dann auch morgen PK sein, vor Dienstag. Ja. Würde ich mal erwarten. Ja, okay. Und dann machen wir morgen Vorspiel und kümmern uns um Atletico. Haben uns zugegeben, heute auch noch ordentlich, vor allem in der ersten Discord-Runde, um das Spiel gekümmert und haben uns jetzt nochmal so ein bisschen um grundsätzliche Sachen gekümmert, was aber ja auch nicht verkehrt ist. Und ja, wie gesagt, ich würde die Runde für heute beschließen. Gratulation an Leverkusen. Ich denke, das lassen sie sich jetzt in Minute... Warte mal, 63, 64 werden die sich nicht mehr nehmen lassen. 2-0, wie gesagt, steht es nach Traumtor Xhaka. Das werde ich mir jetzt nochmal in Ruhe zu Gemüte führen, den Rest von dem Ding. Und im Übrigen, da werde ich auch schon wieder neidisch, wie offensiv die spielen, ganz ehrlich. Die spielen einfach offensiv, die erspielen sich Chancen.
die rennen an und rennen an und rennen an und deswegen ist es einfach nur verdient, was Leverkusen da macht und das muss man ganz klar so sagen. Darf ich kurz rein? Ja. Ich wollte nur noch einmal, tut mir leid, dass ich reingrätsche, aber da spielt übrigens mein Wunschsechser, wenn ich ihn jedes Mal spielen sehe, mit Robert Andrich. Ja, kein schlechter Call. Kein schlechter Call. Ist so. Nee. Ja, ja. Also von daher, lieber Discord, es hat mir großen Spaß gemacht. Danke für die rege Diskussion, für eure Teilnahme, dass ihr mit am Start wart. Und ja, ich sag einfach mal ganz salopp, bis morgen, ne? Bis morgen. Habt einen schönen Rest unter, Leute. Gleich danke. Tschüss. Ciao. So. Also in Leverkusen, ich hab das hier auf dem Handy laufen, Freunde, ne? Ich zeig euch jetzt einmal ganz kurz hier das Bild, ne? Da war schon absolut sattes Traumtor da. Schöner Schlenzer. Keine Chance für den Keeper. Und dann macht er das 2-0. Und dann sieht man auch in Leverkusen die Emotionen, die die Fans übermannt. Und das ist schön, weil ganz ehrlich, für die Leverkusener Fans, auch wenn ich da natürlich immer so einen kleinen fiesen Spruch auf den Lippen habe, da hast du gerade auch schon das ein oder andere Freudentränchen gesehen. Und ganz ehrlich, das ist der erste Titel der Vereinsgeschichte. Ich kann das schon verstehen. Mir würde es nicht anders gehen. Und deswegen, wie gesagt, Props an eine sehr, sehr starke Leverkusener Mannschaft, die eine überragende Saison spielt. Ich danke euch allen, dass ihr auch mit am Start wart, dass ihr mit im Chat wart, dass ihr die Daumen nach oben geschmissen habt, dass ihr ausgeharrt habt und morgen, wie gesagt, geht's dann in die Vorbesprechung vor Atletico. Für den Moment soll es das gewesen sein. Danke an meine Mods im Discord, die einen super Job gemacht haben, auf Twitch, die einen super Job gemacht haben, auch mit den ganzen Umfragen und so weiter, dass wir da jetzt auch mit dem Mod-Team auf Twitch aktiver werden, weil auf Twitch kann man für die Community einfach auch eine Menge machen. Das heißt, es lohnt sich natürlich auch echt auf Twitch mit dabei zu sein, vielleicht auch von YouTube rüber zu wechseln, hier und da mal, weil Twitch einfach stabil funktioniert, gut funktioniert und man da auch viel für die Community machen kann mit Interaktionen, mit Umfragen und da wird auch mein Mod-Team immer größer und besser und da spielen wir uns immer mehr ein, also vielleicht irgendwann mal, das ist jetzt einfach nur mal so visionär in den Raum geworfen, kommt dann auch der Wechsel zu Twitch und vielleicht macht es auch tatsächlich Sinn, da rüber zu wechseln, weil die viel, viel, viel auch machen für einfach die Zuschauer und Zuschauerinnen und für die Community, weil man da einfach ganz, ganz viel miteinander agieren kann und wie gesagt Umfragen machen kann und so weiter und so fort. Hat richtig Bock gemacht. Danke Twitch, danke YouTube, selbstverständlich aber auch. Danke, dass ihr mit am Start seid und habt noch einen schönen Restsonntag. Wir sehen und hören uns morgen zur PK zum Vorspiel vor Atletico. Ich fand's auch sehr cool. Freut mich, dass es euch auch gefallen hat und wir verabschieden uns. Nur der BVB, aber nur der BVB. Bis morgen. Tschö, Leute. Ciao. Herz, seitdem ich denken kann, war sofort fasziniert von Stadion und Fangesang. Die Südtribüne hatte mich in ihren Bann gezogen und voller Stolz hab ich mein erstes Trikot angezogen. Heute trage ich meine Liebe auf der Haut, voller Stolz, damit sie jeder sieht und jeder schaut. Voller Stolz zeig ich jedem, was meine echte Liebe ist. Und um es dir zu zeigen, Borussia, sing ich das Lied für dich. BVB, Borussia 09, 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 BVB, Borussia 09. Ich hab mein Leben dir vermacht, jeden Tag und jede Nacht, ja das ist mehr als nur ein Satz. Du bist nicht Fußball, sondern mehr als das, Borussia ohne sein.